Es handelt sich um den FNORD-Jahresrückblick, das heißt also nicht um den Jahresrückblick, der normalerweise an dieser Stelle stattfindet. Das heißt, die CCC-Sprecher berichten so aus ihrer Tätigkeit. Das findet dann ein kleines bisschen später statt. Wir haben diese Veranstaltung in den Plan gesetzt, weil uns aufgefallen ist, dass 2003 so ein Jahr war, wo halt echt jede Menge absonderliche Sachen passiert sind, die man normalerweise so vor 10 Jahren für schlicht unmöglich gehalten hätte. Und wir dachten, es ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, nochmal so das Jahr so ein bisschen in Revue passieren zu lassen, insbesondere halt, was die Nachrichten betrifft, die normalerweise nicht so richtig im Mainstream sind, sondern die halt mehr über die unkonventionellen Medien kamen oder die halt die Würdigung vor allen Dingen in den alternativen Medien erfahren haben. 2003 war halt auch das Jahr des Irakkrieges, das heißt, da sind jede Menge Sachen passiert, die in der Mainstream-Presse überhaupt nicht berichtet wurden, sondern die nur im Internet berichtet wurden. Und sagen wir mal, das politische Klima in einigen Ländern dieser Welt trägt genau auch gerade nicht dazu bei, dass besonders viel regierungskritische Sachen berichtet werden. Wir haben das kleine Problem, dass wir unglaublich viel Material haben. Wir haben es versucht, so ein bisschen zusammenzudampfen. Also es ist halt eine endlose Liste, das heißt, wir werden die auch noch ins Web tun, also genau wie die Vortragsfolien, wo dann noch jeweils die Quellenverweise drin sind, weil es halt sonst müssten wir euch hier sozusagen so mit einer Folie alle 10 Sekunden zuballern und das dachten wir, wäre dann vielleicht doch nicht angemessen. Wir sollten vielleicht sagen, dass es im Moment so eine Art Testballon ist. Also wenn euch das besonders gut gefällt oder besonders schlecht gefällt, dann sagt uns Bescheid, dann machen wir das nächstes Jahr wieder oder halt nicht. Gut, das erste Quartal. Ja, eine Sache noch. In der Vorankündigung stand nicht nur Tagesschau, sondern auch Heise. Ist hier ein Heise-Reporter am Start? Wenn ja, bitte aufstehen. Genau. Also Heise haben wir nicht reingeschrieben, weil Heise besonders schlecht ist. Im Gegenteil, wer die Telepolis von Heise liest, ist üblicherweise gar nicht schlecht informiert. Das wollte ich nochmal klargestellt haben, aber ich hatte gedacht, wenn ich das da reinschreibe. Ja, das erste Quartal 2003 war auf der politischen Ebene im Wesentlichen gekennzeichnet von der Vorbereitung des Zweiten Golfkriegs. Wenn wir uns mal so ein bisschen zurückerinnern, es gab diese täglichen Amerikaner-Meldungen von wegen, da müssen doch aber wohl irgendwo irgendwelche Granaten sein. Rumsfeld stellte sich hin und sagte so, da muss doch wohl was sein und wenn sie irgendwie nichts haben, dann ist es nur ein Zeichen dafür, dass sie was zu verbergen haben. Klar. Die britische Regierung hatte angefangen, irgendwelche Studentenarbeiten per Copy and Paste zu Geheimdienststudien zu erklären. Im Sicherheitsrat in New York, im Foyer, wurde Picassos Guernica verhängt. Da gibt es übrigens eine nette Hintergrundstory zu. Zu den meisten Sachen, die wir haben, gibt es nette Hintergrundstories. Wir haben hier echt wenig URLs diesmal und das ist Absicht, denn wir möchten nicht, dass wir zu einer Art Tagesschau hier verkommen. Wir möchten nicht, dass ihr dann halt von uns die Sachen rezipiert, sondern im Gegenteil möchten wir euch sagen, was passiert ist und wenn euch das interessiert, dann geht ihr zu Google und findet das selber raus. Denn das ist im Grunde die Intention von der Veranstaltung hier, dass die Leute mal lernen, sich selbst mit Informationen zu versorgen. Also zu diesem Bild ist der Hintergrund, das ist ein Geschenk gewesen von Rockefeller, der das UNO-Gebäude gebaut hat. Und der hat dieses Bild da absichtlich hingehängt, weil es ein grauenvolles Antikriegsbild ist, wo man üble Verstümmelungen sieht. Und das hat er extra hingehängt vor die Eintrittstür des Sicherheitsrates, damit immer, wenn man da reingeht als Abgeordneter, man an diesem Bild vorbei muss. Also er hat sich da schon was dabei gedacht. Naja, Abgeordnete sind es ja nicht. Ja, also gut, die Delegierten. Kraft ihrer Wassersuppe da irgendwie anwesend im Sicherheitsrat. Also in dieser Vorbereitung des Golfkriegs ging es natürlich auch im Wesentlichen, zumindest in den Alternativmedien, darum, was passiert denn eigentlich? Irgendwie Golfkrieg 1 war ja eine perfekte Propaganda-Ausführung, das heißt, man hat nicht besonders viele Sachen mitbekommen, die man nicht mitbekommen sollte. Dieses Mal war es wenigstens ein kleines bisschen anders, weil es halt einige Leute gab, die halt gesagt haben, dieses Mal so nicht, wir gehen halt selber in den Irak, versuchen halt selber direkt vor Ort zu berichten. Es gab diese Versuche halt von Reportern aus dem Irak direkt zu berichten mit Hilfe von irgendwie Technologie aus dem 21. Jahrhundert, das heißt also Satellitentelefone, die sie halt benutzen, nicht nur um irgendwelche grau verkrisselten Bilder von den Konvois zu zeigen, wie sie halt auf CNN zu sehen waren, sondern halt auch andere Sachen, die da passieren. Irgendwann haben dann die Amerikaner erklärt, naja, also jeder, der da mit einem Satellitentelefon rumtelefoniert, ist halt verdächtig, weil der könnte ja ein Terrorist sein, weil wir wissen ja, dass Bin Laden auch ein Satellitentelefon hat. Und insofern ist das halt auf jeden Fall verdächtig. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie was auf den Kopf bekommen, wenn Sie mit dem Satellitentelefon telefonieren. Das hat einige Leute trotzdem nicht davon abgehalten,
da zu berichten, aber die Drohung war schon einigermaßen klar. So. Interessanterweise hat dann tatsächlich doch mal eine britische Boulevardzeitung auch mal das Licht gesehen und eine sehr schöne Titelseite gebracht, die es dann auch prompt natürlich ins Internet gemacht hat, wo halt dann doch mal ein wenig klargestellt wurde, wohin die Reise eigentlich geht und weswegen da eigentlich jetzt gerade Krieg angefangen wird. Allen war eigentlich klar, dass es da ums Öl geht. Natürlich gab es irgendwelche politischen Verbrämungen. Das heißt, es wurde gesagt, naja, und der böse Diktator und hin und her und irgendwie ist alles ganz schlimm da. Mal ganz davon abgesehen, dass bis vor irgendwie wenigen Jahren dieser böse Diktator der beste Freund der Amerikaner war und alles bekommen hat, um die bösen Iraner fertig zu machen. Aber na gut, die Propagandamaschine rollte und es gab halt natürlich auch ein bisschen Gegendruck, aber der war halt nicht besonders stark. So um halt da so ein bisschen mehr Pull zu kriegen, haben die Amerikaner auch großflächige Abhöroperationen gestartet. Eine der interessanteren war, dass sie die EU-Büros in Brüssel verwanzt haben. Das war also insbesondere die der Deutschen und der Franzosen, weil die halt nicht mit ihnen spielen wollten. Die Verwanzung war wohl so großflächig, dass irgendwie das BSI sagte, das Ding, also die Installation da sehe aus wie ein Flipperautomat von innen. Und es da wohl doch einiges an Stirnrunzeln gab. Das war halt bei weitem nicht die einzige derartige Operation. Die NSA hat die britische Abhörbehörde, das Government Communications Headquarter, per Memo darum gebeten, sie beim Abhören der UNO-Missionen der anderen Länder zu unterstützen, die halt ihnen Widerstand leisten in der UNO. Und was man halt wissen muss, ist, diese Intelligence Analysts, die da sitzen, naja, die führen natürlich ihre Befehle aus, aber irgendwann ist dann halt auch mal, zumindest bei einigen Schluss, das heißt, dieses Memo sickerte irgendwie durch und kam halt in die Presse und hat natürlich einen riesen Sturm von Entsetzen ausgelöst, weil wieder mal offenbar wurde, was da eigentlich passiert. Das heißt also, dass flächendeckend abgehört wird, dass wirklich Abhören von Kommunikation, gerade auch im diplomatischen Bereich, ein wesentliches Machtmittel ist, was halt benutzt wird, wo es auch nur geht. Die Jagd nach dem oder derjenigen, die dieses Memo durchsickern ließ, wurde dann zur größten Counterintelligence Operation innerhalb des Government Communication Headquarter seit der Jagd nach den KGB-Spionen in den 60er Jahren. Das heißt, die haben da einen riesen Tamtam veranstaltet und hunderte von Leuten an Lügendetektoren gehängt und so weiter und so fort, um rauszufinden, wer dieses Memo hat durchsickern lassen. Weil es geht da halt um einen Kern des Bestehens der westlichen Welt, nämlich die spezielle Beziehung zwischen den britischen und den amerikanischen Geheimdiensten, wenn es halt um weltweites Abhören geht. Dann gab es natürlich auch noch ein paar lustige Sachen. Also es war überhaupt eine Zeit, wo man halt irgendwie eigentlich die ganze Zeit mit dem Daumen am Videorekorder sitzen konnte, weil es halt einfach so viele interessante Sachen gab. Also da gibt es, also so Kartenirrtümer gibt es wirklich noch und nöcher so. Also ich habe auch noch eins von ich glaube, MSNBC, wo Peru als Irak markiert ist und all sowas. Also es gab zu der Zeit auch eine Umfrage unter Amerikanern, wo die Leute gebeten wurden, nochmal auf dem Globus Irak zu zeigen und 7/8 der Leute konnten es nicht zeigen. Also das Bild ist schon, wie soll ich sagen, systemisch. Ja, dann gab es noch so ein paar sehr fischige Angelegenheiten. Also zum Beispiel kam in der, interessanterweise in der australischen Presse und überall anders, nur nicht in Großbritannien, eine Geschichte hoch, dass der MI6, also der britische Geheimdienst, offenbar kleine Bombenanschläge auf Briten in Saudi-Arabien verübt hat, um diese Anschläge dann den Palästinensern in die Schuhe zu schieben. Hintergrund war, dass Saudi-Arabien gerade kurz davor stand zu verkünden, dass sie ein 1 Milliarde $ Hilfspaket für Palästina schnüren, um halt den Palästinensern zu helfen. Und das wollten sie dann halt damit verhindern. Die Geschichte ist relativ gut dokumentiert und in dem Maßen, wie man irgendwie solche Geschichten glauben kann, auch glaubwürdig. Kam halt in der deutschen Presse gar nicht und in der angloamerikanischen Presse halt wirklich nur sehr am Rande. Aber es zeigt halt auch, dass sie da wirklich vor nichts zurückschrecken, um halt irgendwie einen entsprechenden Effekt zu erzielen. Dann kamen so doch relativ viele Meldungen bezüglich, na, wie geht es denn jetzt der Armee, den Amerikanern und wie gut sind sie denn vorbereitet und haben sie dann irgendwie die richtigen Schutzanzüge? Da kam dann diese Geschichte hoch, dass sie die Schutzanzüge, die sie da ausgeliefert haben, dass die zwar
eigentlich ganz okay sind, aber nicht so richtig wüstentauglich, weil kein Loch für die Wasserflasche da ist. Das heißt also, zum Trinken muss man die Dinger abnehmen. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn man gerade im Chemieunfall steht oder so. Also es gab da in verschiedenen Ländern, gab es da zu den ABC-Anzügen die lustigsten Meldungen. Also am Anfang war es halt so, dass die britische Presse sich die Anzüge angeguckt hat und später kam dann raus, dass die überhaupt nicht mitgeliefert wurden an die Soldaten im Irak. Das ist besonders pikant, weil Großbritannien ja eben gerade gesagt hatte, der Grund für den Irakkrieg seien die Massenvernichtungswaffen und meinten damit eben Chemiewaffen, die Großbritannien erreichen konnte, haben aber den Soldaten eben keine Chemieanzüge mitgeschickt. Also es war ihnen offenbar nicht so wichtig. Na gut, und eine der Meldungen war halt, dass die Luftbodenraketen, die sie halt von den Hubschraubern benutzen, um halt die Panzer abzuschießen, dass sie da halt zwischen der Beschaffung der Hubschrauber und der Beschaffung der Raketen gab es halt einen gewissen Zeitraum und dann waren die halt nicht so ganz kompatibel, was halt dazu führte, dass immer, wenn sie halt so eine Rakete von so einem Hubschrauber abgeschossen haben, ihnen die halbe Heckflosse weggebrannt ist. Was halt schon so ein bisschen blöd ist, wenn man da so als Pilot im Hubschrauber weiß, du hast jetzt eine Zweidrittelchance, dass du, wenn du jetzt auf diesen Knopf drückst, brennt dir die Heckflosse weg. Ist blöd. Naja, da gab es halt noch diverse andere solche Geschichten, also die sich dann natürlich zum Teil bewahrheitet haben, zum Teil war es halt auch Unsinn. Aber die prinzipiell war es halt so, dass halt man an einigen Stellen doch schon Einblick in diese ganze Logistik bekam, die man halt sonst nicht bekommt, weil sie halt interessante Storys bringen wollten. Ja, dann gab es natürlich auch noch die, kann man es lesen? Ja, kann man. Anti-Katastrophen- und Terrorismus-Propaganda, die halt auch persifliert wurde. Es gibt halt diese wunderschöne amerikanische Webseite ready.gov, wo halt den Bürgern erzählt wird, wie sie sich bitte auf irgendwie terroristische Anschläge mit Massenvernichtungswaffen vorbereiten sollen. Und die Icons, die sie da irgendwie verbreitet haben, sind halt so dermaßen hirntot, dass es natürlich irgendwie zur Parodie eingeladen hat. Also auch der Titelbar ist Helping America Prepare for Fiery Death ist doch ein sehr schöner. Ja, also. Hast du doch eine Geschichte? Kommt jetzt die nächste Partei schon? Nee, hast du doch eine Geschichte? Na, so ein Überblicker, ne? Ja, also das Jahr begann eigentlich ganz. Okay. Oh Mann, oh Mann. Also das Jahr begann eigentlich ganz besinnlich mit einer schwedischen Studie, die rauskam, in der die untersucht wurde, wie die Journalisten resistent gegen Propaganda sind. Und die Studie kam halt zu dem Ergebnis, dass die Journalisten immer anfälliger werden für Propaganda. Die Studie ist dann ein paar Tage so in der europäischen Presse ein bisschen zirkuliert und ist dann halt, das war es dann auch. Später gab es noch ein Follow-up dazu, aber im Grunde, also es gibt so viele Leute glauben, die Sachen stehen halt gar nicht in der Presse, das ist nicht so. Also sie stehen schon in der Presse und auch durchaus in großen Zeitungen, also die meisten Sachen, die wir haben, kommen gar nicht aus irgendwelchen Verschwörungssites, sondern durchaus sowas wie ABC News oder Spiegel, also schon große, auch durchaus konservative Publikationen, die sowas dann veröffentlichen, aber man muss halt gucken, um sie zu finden. Ja, also die vermischten Seiten und so, die kleinen Meldungen aus dem Ausland waren halt immer die interessanteren dabei. Was halt auch ein sehr interessanter Effekt ist, also gerade beim Ausbruch des Golfkrieges dann, so große Nachrichten, die sozusagen so einen kompletten Teppich erzeugen, bei denen es praktisch keine anderen Meldungen mehr gibt, werden halt auch gerne benutzt, um andere Sachen zu verschleiern. Also da gibt es tatsächlich auch so bei den etwas hochkarätigeren PR-Agenturen, die schicken dann Pressemeldungen raus, von denen sie wissen, dass sie nicht gedruckt werden, weil kein Platz in den Medien ist, wo halt die ganzen Sauereien drinstehen, die man halt mal doch mal irgendwann publizieren muss, um hinterher sagen zu können, okay, haben wir doch publiziert. Aber die dann einfach de facto untergehen und keinerlei Aufmerksamkeit kriegen, weil sie halt tatsächlich in dem Mediengewitter untergehen, wie zum Beispiel im Ausbruch des Golfkriegs. Beliebt sind halt irgendwelche Bilanzskandale, Umweltskandale, persönliche Probleme von irgendwelchen Promis und so weiter und so fort, die dann halt einfach runtergemanscht werden. Ja. Also über das ganze Jahr hinaus kamen diverse Sachen raus, was für geächtete Munition von den Alliierten, also insbesondere den Amerikanern im Irak und Afghanistan eingesetzt wurden. Und so ein kleiner Auszug davon sind halt Uranmunition ist gefunden worden, Napalm ist über Irak eingesetzt worden, Clusterbomben sind über Irak eingesetzt worden, das ist jetzt relativ kurz erst die Nachricht bekannt. Letzten Monat hat da sogar die USA Today darüber berichtet, das ist sowas wie die Bild-Zeitung in Deutschland, in Amerika, also echt eine wichtige Publikation. Und das heißt, die Akzeptanz für sowas ist auch offenbar in der amerikanischen Bevölkerung gegeben, denn es gab da ja keinen Aufschrei oder so, den man hier gehört hätte.
Konkret im Januar, was eben passiert ist, haben sie halt Uranmunition im Afghanistan-Krieg eingesetzt. Das gab es ja hier auch auf Monitor und Report und so, Magazine im Irak, aber halt auch in Afghanistan. Und da haben sie dann Konzentrationen in der Bevölkerung gefunden von radioaktiven Substanzen, die so 400-2000% über den Richtlinien liegen. Also das hat schon durchaus auch langfristige Effekte. Eine ähnliche Notiz war, dass man in 2003 herausgefunden hat, dass die Agent Orange-Rückstände noch immer in der Food Chain sind in Vietnam. Also das ist gar nicht so, dass man das abwirft und nächstes Jahr ist okay. Da hat man noch Jahrzehnte später mit zu tun. Hast du noch einen schönen Moment? Ja, als dann der Golfkrieg begann, beziehungsweise eigentlich schon angefangen hatte, weil die Amerikaner halt schon lange vorher mit Special Forces im Irak unterwegs waren, gab es dann natürlich das Problem mit den Nachrichten. Es gab halt de facto keine guten Nachrichten aus dem Irak, sondern halt nur irgendwelche Reporter, die in graukrisseligen Bildern vor irgendwelchen Panzern sagen, ja, wir fahren hier ganz heldisch durch die Wüste und haben keinen Widerstand und alles ist prima. Und es gab halt eine bemerkenswerte Ausnahme, nämlich die Site irakwar.ru. Dabei handelte es sich um eine etwas komische Publikation, die offenbar aus dem Umfeld des russischen Geheimdienstes GRU stammte. Die haben zwischen dem 17.03. und dem 8.04. tägliche Lageupdates gebracht, die halt extrem konkret waren. Also die gingen halt so weit runter wie: die so und so vielte Division steht mit ihrer Spitze bei diesem Dorf und mit ihrem Ende bei diesem Dorf und sie haben Nachschubprobleme mit dem Treibstoff und werden gerade von dieser irakischen Einheit da und da angegriffen. Also eine Detailgetreuheit, die es da überhaupt nicht gab, sonst in sonstigen Medien. Offenbar haben die Informationen direkt vom russischen Geheimdienst bekommen, die halt auch eine große Abwehranlage in der russischen Botschaft in Bagdad hatten, wo sie halt auch den amerikanischen Militärverkehr, den Funkverkehr mitverfolgen konnten und halt auch Peilungen machen konnten, um halt einfach zu gucken, wo ist gerade wer. Den Amerikanern war das natürlich dann nicht recht und am 8.4. gab es dann halt massiven Druck, der halt dazu geführt hat, dass diese Site eingestellt wurde, also dass es da keine neuen Updates mehr gab. Und ein bisschen später, als der russische Botschafter aus Bagdad abgezogen ist, da gab es so eine ganz komische Geschichte, dass irgendwie dessen Konvoi versehentlich irgendwie in Feuer zwischen Irakern und Amerikanern geraten ist, wo dann Augenzeugen später berichtet haben, dass die Amerikaner mehrfach gezielt und intensiv versucht haben, irgendwie diese Leute in diesem Konvoi umzubringen und irgendwie der Akten habhaft zu werden, die halt in diesem Konvoi sind. Da ging es halt auch genau darum. Also offenbar haben die Russen halt versucht, den Irakern da an dieser Stelle ein bisschen zu helfen, indem sie halt einfach die Information für alle zugänglich gemacht haben, also einfach ins Internet getan haben, nach dem Motto, okay, was alle wissen, können die Iraker auch wissen, also und ab dafür. Das war relativ typisch für diese Lage, dass halt einfach echt unklar ist, wer hinter welcher Newsquelle steht. Es gab auch diese Blogger aus Bagdad, ihr erinnert euch dunkel, wo halt einigermaßen unklar ist, sind die echt, sind die unecht. So, das ist aber eine Sache, daran werden wir uns gewöhnen müssen. So immer, wenn die Lage kritisch wird, wenn die offiziellen Medien gleichgeschaltet werden, wenn man da nur irgendwie dieselben Bilder zu sehen kriegt, werden alternative Medien halt wichtiger und es wird schwierig, die Glaubwürdigkeit einzuschätzen. So. Also vielleicht dazu, es gab noch eine andere Studie in 2003 über Propaganda und wie sie funktioniert und da gab es halt eine Analyse von dem Kosovo-Krieg und dabei ist eben analysiert worden, dass das Mittel, um die wichtigen Informationen zu unterdrücken ist, dass man einfach lauter unwichtige Informationen publiziert. Das heißt, die Technik war einfach, dass man den normalen Fernsehsendern eben fertig, vorproduziert, ausstrahlreif genug Clips reingehauen hat, dass egal welche, die davon jetzt zeigen, sie A, ihre Sendezeit komplett füllen und B, lustige Videogame-Effekte halt zu sehen sind. Und so haben die Sender eben durch die ganze Auswahl, die sie da treffen konnten, keine Zeit gehabt, selbst zu recherchieren. Und so einfach funktioniert das. Das ist gar nicht so, dass die Sender irgendwie sich sagen, wir werden jetzt hier mal rumzensieren. Also das gibt es zwar in Amerika, hier Fox News und so ist das schon bekannt für, aber in Europa ist es eher so, dass man eben den Reportern so viel Material gibt, dass sie da mit der Auswahl beschäftigt sind und am Ende auf jeden Fall halt eine Teilmenge von den eigenen gewünschten Nachrichten bringt. Wir haben nicht nur Nachrichten aus dem Ausland, wir haben auch welche aus Deutschland. Und im Januar 2003 gab es unter anderem die Story, dass Thüringer PDS-Abgeordnete vom Verfassungsschutz bespitzelt wurden, was also nicht wirklich legal ist. Und was ich aber eine lustige Umkehr fand, weil eigentlich so Verfassungsschutz bespitzelt PDS, das haben die bestimmt so noch nicht erlebt vorher. Jedenfalls, es gab noch eine andere Studie im Januar, dass 3/4 von den Lauschangriffen rechtswidrig waren, die in Deutschland durchgeführt wurden. Also mit rechtswidrig gemeint, ist nicht genug geprüft worden oder die angegebenen Gründe sind überhaupt nicht zulässig. Und in einer Studie, die dann dabei auch rauskam, ist eben
analysiert worden, dass das hauptsächlich daran liegt, dass für den Richter das mehr Aufwand ist, so einen Antrag abzulehnen, als ihn zu bestätigen. Ja, das heißt, wenn der Richter so einen Antrag kriegt, dann macht er Kreuzchen okay oder er muss halt begründen, warum er das schlecht findet. Und wenn da irgendwie 100 Anträge pro Tag kommen, kann man sich vorstellen, was die Richter halt machen. Die wollen auch irgendwann nach Hause. Also eine der Sachen, die in dieser Studie auch bemängelt wurden, war natürlich, dass die Benachrichtigung nach einem Lauschangriff, für den es keine Handhabe gab, die eigentlich rechtlich vorgeschrieben ist, dass die in weit mehr als 3/4 aller Fälle einfach unterbleibt. Das heißt also, dass man auch hinterher, wenn man irgendwie abgehört wurde und es war illegal, nichts bekommt, so die schweigen dann halt einfach. Im Januar hat die US-Regierung auch angefangen, 3D-Scans von Wahrzeichen zu machen, sowas wie die Freiheitsstatue und Mount Rushmore, mit dem Hintergedanken, dass wenn jetzt irgendein böser Terroristenangriff kommt und das Wahrzeichen platt macht, damit man es dann rekonstruieren kann. Also es gibt schon durchaus sehr skurrile Meldungen dazwischen. Im Januar gab es dann auch die erste Spam-Kampagne von dem US-Militär. Die haben halt angefangen, ihre PsyOps-Leute loszulassen und die haben eben versucht, Iraker zu spammen, in der Hoffnung, dass sie denen eben anbieten, sie sollen noch überlaufen und dann würde man sie auch verschonen. Und Also ich glaube, sie hatten so ein paar Missverständnisse darüber, wie weit das Internet und ähnliche Dinge im Irak verbreitet sind, aber ja. Ja. Auch im Januar gab es einen richtigen Knaller, nämlich auf Time.com, also von Time Magazine, gab es eine Online-Umfrage, welches Land denn die Freiheit und den Weltfrieden am meisten bedroht. Und das ist jetzt eine Website und natürlich nicht repräsentativ. Aber immerhin haben sie eine Anti-Robot-Automatik drin gehabt, um doppelte Votes rauszukicken. Und die haben 200.000 Votes rausgekickt, 700.000 gezählt. Und da haben sie natürlich so Sachen gehabt wie Nordkorea, die haben 6,7% gekriegt, Irak 6,3%, USA 86,9%. Es gab noch einige lustige Randgesetze und Sachen, die eben Bush dann versucht hat oder teilweise auch getan hat. Und eine Sache, die eben aufgedeckt wurde im Januar, ist, dass er Gelder aus den Drogenpräventionstöpfen unter dem Deckmantel von Faith-Based Drug Treatment an seine Bibelbelt-Brüder abgegeben hat. Also irgendwelche faschistischen, fanatischen Christen, die also irgendwann Bibel... Worum es da geht, ist, dass die halt behaupten, dass man also durch Beten sich ganz prima von seinen Drogensüchten heilen kann. Erinnert so ein bisschen an Scientology, haben ja auch so einen Narkonon, wer das kennt. Nee. Ich weiß nicht, möchtest du aus deinem Leben berichten, Padelun? Genau. Haltet ich bin fest. Padelun und ich habe ein Faith-Problem. Ja. Also, wo wir gerade bei Scientology sind, es gab im Februar noch eine lustige Story, dass Scientology es geschafft hat, das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den USA so geschickt auszulegen, dass sie in Deutschland keine Steuern zahlen mussten, weil sie in den USA Steuern zahlen und in den USA zahlen sie keine Steuern, weil sie da als Religion anerkannt sind. Also ganz großartig. Ja, also da gab es wohl auch nicht ganz unerheblichen Druck von Seiten der Amerikaner auf Regierungsebene. Ja. Ja gut, was haben wir noch im Februar? Dann haben wir noch ein Gesetz, was Berlusconi erlassen hat. Das geht so durchs Jahr, das werden die meisten vielleicht auch mitgekriegt haben auf der Tagesschau. Also Berlusconi hat ein Gesetz erlassen, was ihn in seiner Amtszeit und also alle Amtsträger und Politiker in der Regierung während ihrer Amtszeit von Verfahren schützt. Ja, damit es ging also konkret darum, dass ein Verfahren gegen ihn anhang, was dann irgendwie drohte, tatsächlich schlecht auszugehen. Und da musste dann halt ein Gesetz erlassen. Rumsfeld hat auch schon im Februar losgelegt mit seinen wunderbaren Verbalinjurien und meinte dann, Deutschland und Libyen und Kuba vergleichen zu müssen, als Deutschland meinte, Überflugrechte über Deutschland müsste man noch diskutieren, bevor man das einfach erlaubt. Also Rumsfeld schon im Februar ausgeklingt. Ja, da gab es auch einige Länder, die bei dieser Diskussion diese Überflugrechte festgestellt haben. Naja, also sie können jetzt natürlich den Amerikanern die Überflugrechte verwehren, aber rein technisch sind sie irgendwie nicht in der Lage, es durchzusetzen. Was dann halt in Österreich zu sehr interessanten Diskussionen um Neubeschaffung von Kampfflugzeugen führte. Das hatten wir schon. Ja, also stimmt, Österreich hat dann zumindest gesagt, wir können immerhin Fotos machen und nachweisen, ja, dass es Überflug gab. War im Spiegel. Okay. Also, wo wir gerade bei Luftabwehr sind, auch Deutschland hat Israel im Februar angefangen, Luftabwehrraketen zu liefern. Das ging halt darum, dass Israel gesagt hat, sie seien halt direkt bedroht vom Irak und dann hat Deutschland das eben dahin geliefert. Ja, Stichwort Innovation in der Spionage. Die Amerikaner haben im ersten Quartal auch einen Spion gefangen, der sehr sozusagen die moderne Technik benutzt hat, um seine Spionageergebnisse, man kann schon sagen, zu verbuddeln.
Der hat halt die auf CDs getan und dann im Wald verbuddelt und sich halt einfach die GPS-Koordinaten notiert und die halt verschlüsselt auf dem Zettel gehabt. Den hat er sogar noch irgendwie bei sich in der Zelle gehabt irgendwie und dann haben sie ihn dann irgendwann überredet, damit sie ihn nicht erschießen, sagt er ihnen, wo der Kram ist. Dann haben sie halt mehrere Wochen, sind sie da durch die Wälder und Parks gezogen. Also 3 Monate, muss man sich vorstellen, haben die Ranger alle Kräfte, die sie hatten, durch den Wald um Washington gejagt, um an bestimmten Koordinaten zu buddeln. Und die haben da wirklich harte Sachen gefunden, unter anderem eben CDs mit Daten zu den Abhörsatelliten der Amerikaner. Also durchaus sensitives Material. Ja, also Geocaching einmal anders sozusagen. Ja, ich habe hier noch zum März. Achso, ja, genau. Machst du noch zum März was? Ja, gut. Ja, also März war der Monat, als rauskam, dass gewisse Thinktanks der Neokon-Szene in den USA schon einen Plan vorliegen hatten, wie man der Reihe nach Afghanistan und den Irak einnehmen sollte. Und es gab ein für die Hacker-Szene wichtiges Paper von Shamir, wo er halt gesagt hat, große Zahlen seien leicht zu faktorisieren. Und das war so das erste Mal im Jahr, als Rüdiger Weiß sagte, Rüdi, bist du hier? Und er sagte, 1024 reicht nicht, ja. Das geht so durch. Es gab noch 2 weitere Sachen, wo das dann auch rauskam. Das hat dann noch mehrere Male gesagt, ja. Genau. Ja, ist ja auch zu Recht. Ja, also es ging dann auch los, dass die ersten zivile Ungehorsam von US-Bibliotheken kamen. Die haben angefangen, ihre Buchausleiher davor zu warnen, dass die Daten erhoben würden und haben dann auch an manche Bibliotheken haben auch angefangen, die Daten dann gar nicht erst zu erheben oder sofort am Abend immer zu löschen, was noch nach dem Patriot Act eben erlaubt war. Ja, dann gab es von Möllemann eine lustige Behauptung. In seinem Buch hat er geschrieben, dass der Mossad Westerwelle unter Druck gesetzt hätte, um seinen politischen Kopf da abzusägen. Und also es war schon ein lustiger Monat. Die Schweizer Flugzeuge, die haben wir am nächsten. Ja, also die Quartalgrenzen sind bei uns nicht so ganz scharf. Ihr seht schon so, unser zweites Quartal beginnt am 15. März. Der Golfkrieg fing halt, man kann schon fast sagen, wie immer an. Das heißt, es gab halt irgendwie das Ultimatum und dann ging es halt irgendwann los, aber es war halt tatsächlich nur die Inszenierung fürs Fernsehen. Eigentlich haben die Kampfhandlungen halt schon viel früher begonnen. Es gab halt Special Forces Operationen tief im Irak, die halt auch schon versucht haben, da wesentliches Personal zu fangen oder zu erschießen. Also im März geht es auch schon los mit toten Journalisten. Ja, das ging ziemlich direkt damit los. Sie haben also nicht nur gedroht, sondern es tatsächlich gemacht. Ja. Und es gab einen Bericht von den Leuten, die Journalisten saßen ja in Bagdad, größtenteils in einem zentralen, wohlbekannten 4-Sterne-Hotel. Und als sie da schließlich angegriffen wurden, hat also einer berichtet, er habe also live gesehen, dass es ein US-Panzer war, der da reingefahren sei. Ja, also eigentlich kann man sagen, die Nachrichtenlage wurde praktisch sofort total unbrauchbar. Ihr erinnert euch an diese stundenlangen Bilder von irgendwie Bagdad-Nachthimmel mit irgendwie Moderator davor, der sagt irgendwie, wir haben gehört auf einem anderen Fernsehkanal, dass es irgendwo Einschläge gegeben hat. Und dann hat man auf den anderen Fernsehkanal umgeschaltet und der hat gesagt, ja, wie ein Rundfunkreporter berichtete, gab es Einschläge. Und dann sah man irgendwie dieses Video so und ich hatte irgendwie mal ein paar Nächte lang den Videorekorder laufen und bin dann nochmal so im Schnelldurchlauf durch und habe dann zum Beispiel gesehen, dass NTV und RTL, die hatten so auch so eine Nachtkamera da über Bagdad und dann sah man dann halt so einen LKW auf die Kreuzung zufahren und dann war so ein PKW schon halb auf der Kreuzung und der PKW setzte so zurück und der LKW fuhr dann so an ihm vorbei. Und die Szene hat sich insgesamt 5-mal wiederholt auf dem Livestream. Also die müssen da wirklich massive Talente im irgendwie Präzisionsfahren haben. Also es war. Dann gab es halt diese Geschichten, dass die Amerikaner halt keine Lust hatten, dass ihre Gefangenen bzw. ihre abgeschossenen Hubschrauber im Fernsehen zu sehen sind. Das heißt also, die amerikanischen Fernsehsender haben halt nicht wie alle anderen Fernsehsender die Bilder von Al Jazeera übernommen oder Al-Arabia, sondern haben dann halt irgendwie nur davon erzählt und sich darüber aufgeregt. Und naja, irgendwie alle meine amerikanischen Freunde haben gesagt, gimme, gimme, gimme. Und ging wahrscheinlich nicht nur mir so, sondern irgendwie innerhalb von Minuten war der Kram halt natürlich im Netz und irgendwie auf den ganzen Peer-to-Peer-Börsen. Also lustigerweise konnte man in Europa mit Satellitenequipment Al Jazeera auch live empfangen. Also einige Leute haben es auch getan. Ja, und es gab auch einen brauchbaren Livestream, zumindest für einige Tage. Und, naja, es gab dann auch gewisse Netzwerkangriffe gegen die Al Jazeera-Website, also ja, das stimmt. War nicht immer stabil. Ja. Aber man hätte, wenn man gewollt hätte, sich sauber informieren können. Naja, ich weiß nicht, ob also Al Jazeera als sauber gilt, aber man hat. Nein, also man hätte Al Jazeera sauber empfangen können. Nun ja, interessant war dann jedenfalls so, dass ich dann halt auch irgendwie von einem befreundeten LP-Reporter der aus Amerika irgendwie die Frage bekam, ob ich ihm denn nicht mal die Bilder von diesen Hubschrauber
Piloten da irgendwie digitalisieren, drüber schicken könnte, weil er würde die halt nicht kriegen. So, also es war halt so, die wussten halt schon, wen sie fragen müssen. So. Und am Ende haben die dann halt aufgegeben und die Bilder trotzdem gesendet, zumindest teilweise, weil halt klar war, jeder hat sie ohnehin schon gesehen und wenn sie jetzt nicht bringen, dann verlieren sie halt Einschaltquote. Das war halt so die Zeit, wo halt diese alternativen Informationsquellen, gerade die Blogs, also diese War-Blogs waren, war ja doch eine relativ umfangreiche Bewegung, sehr an Zulauf gewonnen hat. Es gab halt jede Menge Sites, die halt voneinander abgeschrieben haben, auch Sites, die halt von kommerziellen Informationsservices abgeschrieben haben, die Informationen als ihre eigenen ausgegeben haben. Also da haben viele Leute versucht, sich so ein bisschen zu profilieren, was natürlich die Nachrichtenlage nicht gerade erleichtert hat. Ja, dann gab es halt natürlich noch so Meldungen, sie hatten da so ein bisschen Probleme mit dem Nachschub und das war halt immer von mysteriösen, naja, ist so viel und die Häfen haben nicht genug Anlegeflächen und nicht genug Kräne und so und es war sowieso alles viel zu kurz und so, bis dann halt irgendwann rauskam, dass sie halt einfach mal seriöse Probleme mit ihrer Supply Chain Management Software hatten, die halt von SAP gemacht wurde. Ich will jetzt nicht darüber spekulieren, ob es sich da um eine politisch motivierte Aktion eines deutschen Unternehmens handelte oder... Also man muss ja sagen, man muss ja rückblickend sagen, dass die Deutschen im Grunde echt alles getan haben, um diesen Krieg möglichst schwer zu machen für die Amerikaner. Wir waren im Sicherheitsrat dagegen, ja, und im Sicherheitsrat dagegen, wir haben Veto angedroht, wir haben irgendwie ihren Supply Chain Management sabotiert. Ja, wir haben alles getan. Ja, die armen Franzosen kriegen es aufs Dach, ist richtig. Oh ja, es gab eine sehr lustige Story über die Gewehre, weil die Panzerbesatzung im Irak, die haben keine Gewehre gekriegt, sondern nur Pistolen. Und das ist ja gut, solange man im Panzer ist, aber wenn man dann mal da Polizeieinsätze fahren soll und einen Panzer verlassen muss, um irgendwas aufzuklären, ist das schon schlecht. Und dann gab es halt den Bericht, dass die Amerikaner sich eben die Kalaschnikows greifen würden, die sie da zu Massen finden würden und haben das als ihre Primärbewaffnung dann genommen. Also es gab da durchaus auch bei den Waffensystemen Probleme in der Beschaffung. Vielleicht also, nochmal kurz eine Sache aus Deutschland. Ja. Also es gab zwei BKA-Meldungen in der Zeit am Anfang. Und zwar erste war, dass BKA mitgeteilt, eine 250.000 Datensätze in der DNA-Datenbank eingepflegt zu haben. Also großer Meilenstein erreicht. Grund zur Freude offensichtlich. Und die zweite Meldung, dass die BKA, die, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Zentralstelle für anlassunabhängige Recherche in Datennetzen gegründet hat. Ja. Also ich finde ja, das klingt nach Pornklicken zur Arbeitszeit, aber man weiß es ja nicht. Im April ist dann auch bekannt geworden, dass die Alliierten im Irak Streubomben einsetzen, die eigentlich von Völkerrechts-Treaties eben als geächtet gelten und im Grunde sollte das Konsequenzen haben, hat es natürlich nicht gehabt. Ach so, ja. Und Peter Arnett ist gefeuert worden. Ja genau, Peter Arnett haben sie gefeuert, weil der sich irgendwie missliebig geäußert hat. Das war dieser CNN-Moderator, der im Wesentlichen beim ersten Golfkrieg sein Gesicht in die Kamera gehalten hat. Es gab da noch so ein paar interessante Detailberichte darüber, wie denn eigentlich die Amerikaner da Krieg geführt haben. Die haben ja viel Brimborium gemacht über irgendwie so Network-Centric Warfare und solche Geschichten. Und das klang ja alles sehr abenteuerlich, bis dann halt mal so ein bisschen, also es gab da so einen Wired-Artikel, deswegen habe ich den ja mit der URL reingetan, der halt wirklich augenöffnend war. Ist echt der Hammer. Wo halt mal so ein Reporter da hingefahren ist und sich das angeguckt hat. So. Und der ist dann halt zu den Sysarts gefahren, die halt mit dem Staubsauger im Zelt an der Cisco standen irgendwie, um die halt irgendwie am Laufen zu halten. Um halt irgendwie die kriegswichtige Infrastruktur, nämlich irgendwie den MSN-Chat, der halt in einem privaten Netzwerk läuft, am Laufen zu halten, über den der Field Commander bei den Analysten in Washington halt die Zielkoordinaten anfragt. Und dieser MSN-Chat, der ist halt unmodifiziert. Das heißt, da laufen, sind halt genauso diese Icons, die sie da halt so verwenden. Und dann gibt es halt so ein grünes, schleimiges Alien, das fragt dann halt so eine etwas besser ausgestattete Blondine danach, wo sie denn jetzt hinschießen sollen. Also die Banalität mit der, also ich meine, das ist halt so dieselbe Technologie, die wir hier so haben. Also ich finde es schon, also der Artikel war wirklich augenöffnend, der ist wirklich sehr zu empfehlen. So eines der größten Probleme, was sie halt hatten, war, dass sie den Batterienachschub nicht in den Griff bekommen haben. So, und ohne Batterien sind sie da einfach mal tot. Die haben die komplette Türkei leer gekauft an Batterien, gab es als eine Meldung. Völlig so. Unglaublich. Ja. Und dann kamen halt auch diese ganzen Storys hoch, warum sie, also was sie halt für Probleme hatten mit ihrem Equipment und so weiter und so fort, was halt erst nicht dafür eingerichtet war. Bis hin zu so Details, aus denen man dann wiederum folgern kann, woher die Russen eigentlich so genau wussten, wo die Amerikaner sind. Nämlich, die haben im großen Maßstab so kleine GPS mit
Funkgerät-Kombination, die es so zu kaufen gibt. Das ist so normales, dieselben Funkgeräte, die wir verwenden, so PMR, mit einem GPS drin, die man halt so einstellen kann, dass die halt alle paar Sekunden die GPS-Position an alle, die auf dieser Frequenz sind, broadcasten. Und zwar haben sie das deswegen benutzt, damit die sich nicht gegenseitig erschießen. Und die haben halt keine, also zwar für Fahrzeuge und Konvois hatten sie solche Technologie, aber nicht sozusagen auf dem Personen, auf der Platoon-Ebene. Dann haben die halt jedem von den GIs so ein Ding in den Rucksack geschmissen und dann konnten die halt auf das Display gucken und sehen, wo ihre Kumpels sind, damit die sich nicht versehentlich abschießen. So, natürlich, das Signal reicht mit besseren Antennen und besseren Empfängern ein bisschen weiter als nur irgendwie bis zur nächsten Ecke und dann haben sie sozusagen immer genau gewusst, welche Einheit gerade wo ist. Also es ging dann auch los mit merkwürdigen Bush-Regelungen zu Geheimniskrämerei. Das ist eine Sache, die in diesem Jahr sehr groß geworden ist, dass Bush versucht hat, Geheimnisse eben Sachen zurückzuhalten, als sicherheitskritisch einzustufen. Und im April gab es dann einen Erlass, der Millionen von historischen Dokumenten aus der Amtszeit seines Vaters eben vom Freedom of Information Act ausnimmt für erstmal 3 Jahre. Ja, ich weiß nicht, ob das verlängert worden ist, habe ich nicht so gefunden, aber also davon gibt es mehrere von diesen Erlassen von der Bush-Regierung. Es gab dann auch erstmalig eine Webseite über die Massenvernichtungswaffen von Israel. Das Atomprogramm Israels war bis dahin eigentlich eher so Hasch-Hasch-Gerüchte. Es gab genau gar keine Unterlagen. Es gab, glaube ich, ein Buch, was dann aber relativ schnell zensiert worden ist. Es gibt schon ein bisschen Material dabei. Also in 2003 war das Jahr, wo über das Atomprogramm der Israelis geredet wurde. Es gab dann auch eine BBC-Dokumentation darüber, die dann auch für diplomatische Verwicklungen gesorgt hat. Es gab dann sogar die Androhung, dass BBC-Reporter aus Israel ausgewiesen würden, weil die ja bekannt sind für lenkende Berichterstattung und üble Schmierkampagnen. Also das war an sich ein sehr lustiges Jahr. Es gab dann auch erstmals mehr als 2 Millionen Strafgefangene in den USA. Also es ging aufwärts auf allen Fronten. Als Bagdad dann eingenommen war, haben die Amerikaner einigermaßen schnell ihre Prioritäten klar gemacht. Das war dann auch nur so eine ganz, ganz kleine Meldung irgendwo. Das nämlich das Erste, nachdem, was sie getan haben, nachdem sie die Lage da so zumindest so weit im Griff hatten, dass sie da mehr Personal hinschicken konnten, war erstmal 2 große Signal Intelligence, also Funkabhörzentralen in den Irak stellen. Eine nach Mosul, was so eine große Erdölstadt ist, und eine in der Nähe von Bagdad. Und das sind halt richtig große Teile, also mit jeweils also insgesamt 4.000 Mitarbeitern im Vollausbau. Und worum es geht, ist halt klar. Also einerseits halt natürlich die Lage im Irak in den Griff bekommen, was halt dazu führt, dass sozusagen die Leute, die da Widerstand leisten oder wie auch immer man es bezeichnen mag, dass die praktisch keinen Funk benutzen können, ohne sicher zu sein, dass die Amerikaner irgendwie mitlauschen und natürlich die Nachbarstaaten, also Iran, Syrien, Saudi-Arabien, sind da natürlich auch klar im Fokus. So. Und die Maßstäbe, also ich meine 4.000 Leute ist halt schon richtig eine Menge Personal. Also richtig dicke Echelon-Outposts, ja, muss man sagen. Es ging auch wieder ein paar Deutschland-Meldungen, also es kam raus im Mai, dass sich die Anzahl der Telefonüberwachungen seit 1995 nahezu verfünffacht hatte und dass der Handyanteil 2002 bei 80% gelegen hat. Und teilweise, also zu einer Abhöraktion, gehören dann auch mal bis zu 60.000 Telefonate. Also das sind schon durchaus Kategorien hier, in denen man reden kann. Und um zu sagen, dass nicht nur die Bush-Regierung merkwürdige Gesetze erlässt, also Bayern hat im Mai überlegt, ob sie nicht Journalistentelefone vorbeugend abhören wollen, muss man sich mal in Ruhe überlegen. Naja, ich meine, das lohnt sich schon. Also wenn man überlegt, so dass so eine Telefonauswertung kostet, kann man bestimmt auch tolle Sachen mit vorbeugen. Ja. Ich meine, Bayern ist ja auch das Land, wo halt irgendwie Festplatten aus Asservaten kann man verschwinden, wenn es gerade irgendwie den Söhnen von ehemaligen Ministerpräsidenten in den Kram passt. Naja, sowas kann schon mal passieren. Ja. Also es ging dann auch gleich weiter im Mai mit den Bush-Sperrungen. Er hat der Freedom Information Act gesperrt für NSA-Dokumente. Und man denkt, genau dafür war das Gesetz gedacht eigentlich, aber nun ja. Dann, was gab es noch? Es gab Singapur, hat ein Freihandelsabkommen mit den USA unterzeichnet, in dem unter anderem drin stand, dass die DMCA auch da gilt. Und das ist auch so ein Trend, den wir 2003 sehen, dass alle möglichen Länder zu irgendwelchen Treaties gezwungen werden oder überredet werden mit harten Bandagen, dass sie sich eben den US Intellectual Property Gesetzen anschließen. Es gab dann noch ein sehr lustiges Gerichtsverfahren in New York, wo ein paar 9/11-Opfern 104 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen wurden und als Beweise hat der Richter die Aussagen von Colin Powell genommen, von dem wir inzwischen wissen, wie ernst zu nehmen sie waren. Also das ist meines Wissens auch nicht zurückgenommen worden, dieses Urteil. An der Datenschutzfront gab es dann noch irgendwie eine sehr bemerkenswerte Aussage, ich habe sie wirklich hier mal im vollen Zitat reingetan, von John Sullivan, der ist der Director of the Law Enforcement and Compliance Department bei eBay.
der auf einer für Journalisten nicht zugänglichen Veranstaltung für Mitglieder von Polizei und Gerichten und so weiter und so fort und Staatsanwaltschaften halt mal die eBay-Datenschutzpolitik gegenüber beliebigen staatlichen Stellen dargelegt hat. Der sagt im Wesentlichen, ja, schicken Sie uns doch einfach einen Fax, dann schicken wir Ihnen einfach mal genau alle Daten. So, wir brauchen da irgendwie keinen Gerichtsbeschluss oder sowas für nennen. Dann schicken Sie uns einfach einen Fax oder eine E-Mail und dann kriegen Sie den Kram. Das ist ja inzwischen übrigens sogar Gesetz. Also ja, na gut, es ging aber halt. Aber eBay hat ihm halt vorausgeeilt. Es ging halt nicht nur um USA, sondern es geht um eBay weltweit. Naja, klar, die Server stehen in den USA. Ja. Also es ging dann auch los im Mai mit den umgreifenden Biometrie-Problemen. Die G8-Staaten haben sich geeinigt darauf, unter Führerschaft der USA natürlich, Biometrie in den Ausweisen, Reisepässen einzuführen. Das haben einige Länder gleich zum Anlass genommen, die lokalen Personalausweise mit Biometrie auszustatten. Und Deutschland ist da gleich vorangetrabt, indem sie in dem Einreiseverfahren einen Testpiloten gestartet haben in Lagos, in Nigeria, wo sie dann ihre Scan eingeführt haben für die Leute, die sich da für ein Visum beworben haben. Noch eine lustige Story aus der Zeit. Das Weiße Haus hat einen Dokumentarfilm über Bush in Auftrag gegeben, wo sie natürlich so richtig mit Drehbuch und einem festen Präsidenten, der also sicher seine Reden hält und sich keine grammatischen Probleme leistet und immer genau weiß, was zu sagen ist. Und der wurde lustigerweise in Toronto gedreht, was ich ja persönlich sehr ironisch finde, weil gerade die Amerikaner immer rumheulen, dass die Toronto-Leute ihnen mit Subventionen die Hollywood kaputt machen. Ja, dann gab es noch so ein paar hübsche Details am Rande, was wir hier sehen. Das ist ein polnische. Also da müsst ihr mal genau hingucken. Das war der polnische Minensuchtrupp der Presse. Das ist also eine Pressevorführung, wo man ja gut vorbereitet ist und sich genau überlegt, was man zeigt, um möglichst eindrucksvoll rüberzukommen. Das ist der polnische Minensuchdienst, der gezeigt hat, wie man in Afghanistan Minen räumt. Und ich finde ja, das sieht aus wie frisch vom Sofa genommen, aber das soll wohl luftgefüllt sein. Aber fand ich so die Realsatire des Jahres. Schönste Bild. Okay, hast du was? Ja, was gibt es hier noch? Es gab dann noch ein paar Notstandsgesetze in den USA. Unter anderem hat Bush eben eine Executive Order unterschrieben, was nicht wirklich ein Gesetz ist, aber was eben auch sehr weitreichende Sachen beschließen kann. Und da haben sie gesagt, also sie haben nicht die Ölfelder des Iraks enteignet, aber sie haben gesagt, es sei nicht möglich, gegen Ölfirmen, die da fördern, Gerichtsverfahren zu führen, was also im Grunde das Gleiche ist. Aber im Gegensatz also zu dem, man enteignet die Quellen, das wäre schon mehr Aufschrei gewesen. Da haben sie schon versucht, das schön kosmetisch zu machen. Dann gab es noch einen lustigen Fall mit einem britischen Soldaten, der hat zu Hause in England im Supermarkt einen Film entwickeln lassen, wo es Bilder von gefolterten Irakern gab. Das haben die dann im Supermarkt halt gesehen und da gab es dann einen Aufschrei und heißt, oh ja, also das kommt hier gar nicht vor, das muss irgendwie jemand anders gewesen sein. Es gab ein sehr lustiges Zitat, das ist traurig, dass wir das jetzt nicht aufgeschrieben haben, es ging um einen Quote, ja, der Bush-Regierung ist etwas unterstellt worden und hat dann eine Quelle der Presse gegenüber gesagt, das sei schon richtig, was da reportet sei, aber man müsste das im Kontext sehen. Und zwar im Kontext von dem gesamten Report und der sei ja classified, sagte eine Quelle und die nicht genannt werden wollte. Das fand ich so sehr, sehr lustig. Ja, was haben wir noch hier? Genau, also es gab dann auch die ersten Bemühungen, dass die Amerikaner Zugriff auf die Flugdaten der Europäer haben wollten und die Europäische Kommission hat sich dann nicht nur komplett breitschlagen lassen, sondern sie haben auch gleich vorauseilend Zugriff auf die Bankdaten der EU-Bürger gegeben, was ja selbst innerhalb Europas eigentlich noch nicht so gut durchaus schon für Streit sorgt, weil einzelne Länder auf ihrem Bankgeheimnis beharren, aber tja, so ist das. Es gibt dann auch die ersten Berichterstatter in der Presse, die den Zustand im Irak als Guerillakrieg bezeichnen, was ja in der US-Presse noch gar nicht so aussah. Genau. Wir haben dann hier noch ein paar Bilder, glaube ich. Haben wir die noch? Genau. Also wir machen aber weiter mit dem nächsten Quartal. Ja, diese Flugpassagierdatenübergabe ist ja ein Thema, was uns ja immer noch beschäftigt. Worum es dabei geht, ist, dass die USA unter dem Vorwand, muss man schon sagen, der Terrorismusbekämpfung halt den Zugriff auf sämtliche Flugdaten von Passagieren, die aus Europa in die USA reisen, haben wollen. Und dabei geht es nicht nur um den Flug in die USA, sondern um sämtliche vorherigen Flüge dieses Passagiers. Das heißt also, wenn man historische Daten heißt genau, das. Genau, das heißt also, wenn man in die USA fliegt, netterweise die besseren Reisebüros schicken einem dann immer noch so einen Zettel, so irgendwie, wenn sie diese Buchung bestätigen, müssen wir sie leider darauf hinweisen, dass irgendwie aufgrund von mehr oder minder legalen Vorgängen ihre Daten an die USA übermittelt werden. Also das Lustige war ja auch, dass es gar nicht so direkt gesagt wurde, sondern ist dann an die Öffentlichkeit gekommen über den CEO von Amadeus. Das ist so der Zusammenschluss der Fluglinien, die machen also das Data Mining und die Datenzusammenführung der gesamten Fluggesellschaften. Und der hat in einem Interview fallen lassen, dass sie also das technisch nicht nur umgesetzt hätten, sondern dass es schon in Betrieb sei.
die Flugdatenübergabe an die Amerikaner. Ja. Was auch immer noch kocht, diese Wahlmaschinen-Geschichten, die fingen halt im dritten Quartal an richtig zu blubbern. Damit, dass jemand auf einem nicht besonders gut gesicherten FTP-Server halt irgendwie reichlich... So ein offener FTP-Server. reichlich Sourcen und Material gefunden hat zu diesen Wahlmaschinen, die halt deutlich darauf hinwiesen, dass es mit der Sicherheit von den Dingern überhaupt nicht gut bestellt ist, dass sie extrem einfach zu manipulieren sind. Also es waren relativ viele Daten. Das waren so 3 CD-Images, davon war das eine so ein bisschen kaputt. Wir haben relativ schnell einen Mirror angeworfen, haben uns auch mal angeguckt. Das sind also einige Word-Dokumente, Memos, E-Mail-Archive und Images von der Software, die darauf läuft. Und da kam dann eben raus, dass die Votes in einer Access-Datenbank gehalten werden. Also es gibt vorne, es gibt 2 Compartments in so einer Maschine. In dem ersten Compartment, da drückt man halt und dann kommt da ein Zettel raus mit der Bestätigung, dass man gewotet hat. Und im hinteren Compartment werden die Daten dann nochmal unabhängig davon erhoben als Access-Datenbank. Und bei der Auswertung wird eben dann nicht der Zettelstapel vorne benutzt, sondern die Access-Datenbank. Und die ist A, über Netz erreichbar. Und B, hatten die natürlich kein Logging, ist halt Access. Ja. Das heißt, das kam halt raus. Die Firma, die da besonders häufig genannt wurde, heißt Diebold. Und da gab es auch noch einige andere schöne Skandelchen. Unter anderem ist dann jetzt zum Jahresende rausgekommen, dass da einige Convicted Felons, also das heißt vorbestrafte, sogar Knastinsassen wegen Wirtschaftsdelikten und Computerkriminalität, die sind da als Manager eingestellt worden. Also das ist eine sehr interessante Firma. Also die... Ja, die Brasilianer haben das als Anlass genommen, auf Open-Source-Wahlen umzustellen. Nochmal? Die haben auf Open-Source-Wahlen umgestellt. Also Brasilien hat es zum Anlass genommen, auch sein E-Voting nochmal zu überdenken und die haben das jetzt mit Open-Source gemacht. Also diese Wahlmaschinengeschichte ist halt insofern interessant, dass halt einfach nächstes Jahr sind halt Präsidentschaftswahlen in den USA. Und es gibt eigentlich nur noch wenige kritische Beobachter, die nicht damit rechnen, dass es da wieder irgendwie zu Problemen kommen wird. Also es gab schon die ersten Nachfolgeprobleme, nachdem die Story rausgekommen ist, ist dann auch rausgekommen, dass bei der Schwarzenegger-Wahl auch diese Diebold-Wahlmaschinen im Einsatz waren und dass bei 10% von den deployten Maschinen überhaupt die Automatik gar nicht eingebaut war, die da die Zettel rausdrucken sollte, die man dann mitnimmt. Und das ist übrigens eine interessante Problematik, also es ist nicht so einfach, so eine Wahl so zu machen, dass es nicht fälschbar ist. Es gibt dann zum Beispiel so Aspekte wie, wenn auf dem Receipt draufsteht, was man gewählt hat, dann ist man käuflich. Dann kann man von außen bestochen werden, wähl doch mal die Demokraten und dann können die als Beleg, dass man es getan hat, als Zahlungsbeleg sozusagen dieses Receipt nehmen. Also es ist nicht so einfach mit den Wahlmaschinen das korrekt zu machen, aber eine Access-Datenbank ist natürlich völlig undiskutabel. Nee, ist doch alt. Diese Total Information Awareness-Geschichte, die ja auch schon eine Weile vor sich hinkochte, war dann tatsächlich dann doch mal im dritten Quartal im Parlament in den USA, wo sie halt erstmal kein Funding bekommen hat. Das heißt also, die Budgets für diese Total Information Awareness-Behörde wurden zusammengekürzt auf null. Bei Total Information Awareness ging es darum, dass die amerikanische Regierung wiederum unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung Zugriff auf nahezu sämtliche zivilen Datenbanken, die verfügbar sind, haben wollte, um dann über massives Data Mining Terroristen zu finden. Die haben sie auch bekommen, den Zugriff. Und da vielleicht mal eine kurze Erklärung, wie das funktioniert in den USA. Es gibt da schon Datenschutz und es gibt auch Gesetze, die beschreiben, was die Regierung alles nicht tun darf. Und was die Regierung dann tut, ist, dass sie irgendeine ausgegründete Start-up-Company eben dafür bezahlt, dass sie die Daten erhebt. Und wenn die fertig sind mit den Daten, also es gibt da ein besonders schönes Beispiel, das ist die Firma Boat Technologies, die haben nämlich DNA-Stichproben gemacht. Und das sind die Leute, wenn man in den USA so einen Milchkarton kauft, sind immer Bilder von vermissten Kindern drauf. Ja, die Firma, die das auswertet, dem man also DNA von dem Kind schicken soll und die machen dann Tests, ist Boat Technologies. Ja, und die haben so eine gute Presse durch diese die armen vielen Kinder, die sie da finden. Dadurch ist es so, dass viele Staaten in den USA dazu übergegangen sind, bei der Geburt von den Kindern gleich eine DNA-Probe an die zu schicken. Ja, und was jetzt passiert ist, also in dem Kontext muss man den Patriot Act betrachten. Der Patriot Act sagt, dass der Staat ohne gerichtliche Verfügung auf alle personenbezogenen Datenbanken zugreifen darf. Das heißt, die Regierung darf die Daten zwar nicht erheben, wegen der Datenschutzrichtlinien, aber sie können eine Firma damit beauftragen, können die Entwicklung und das Deployment zahlen und können dann am Ende eben auf die Datenbank zugreifen über den Patriot Act. Deswegen ist der so wichtig. Ja, es gab halt noch haufenweise Skandale um kriegsprofitierende Firmen, die waren aber, führten zu nichts, da passierte nichts, außer dass sie vielleicht mal ein bisschen Geld zurückzahlen mussten, weil das waren ja alles die guten Freunde und Bekannten der Regierung. Dann fing die... Es gab dann einige Bilder, die man eher selten in der Presse sieht und das hier fand ich besonders schön. Da sieht man eben, das kam so genau zu der Zeit raus, als es hieß, die Amerikaner haben da alles im Griff. Ja, es gab gerade so eine AstroTurf-Kampagne, wo tausende von identischen Leserbriefen von Irak-Soldaten an US-Zeitungen publiziert wurden.
die alle den gleichen Inhalt hatten, wie ja, wir haben ja alles im Griff, im Grunde ist es ganz toll und glaubt denen nicht, den bösen Propagandisten, die erzählen, dass es hier Probleme gibt. Und dann gab es eben diverse Sprengungen, die in der US-Presse dann auch wenig bis gar nicht berichtet wurden und dieses Bild hier hat dann doch ganz gut dargestellt, wie das da wirklich war. Ja, in Europa gab es dann noch auch noch so ein paar Auswirkungen des Kampfes gegen den Terrorismus, weil sie bei halt ein paar Al-Qaida-Verdächtigen Swisscom Prepaid-Karten gefunden haben und die bis zu diesem Zeitpunkt auch noch anonym zu erwerben waren, hat dann auf Druck der Amerikaner das Schweizer Parlament beschlossen, dass es keine Swisscom Prepaid mehr geben darf, die anonym zu erhalten sind. In völliger Verkennung der Tatsache, dass irgendwie in ungefähr 5 oder 6 anderen europäischen Ländern problemlos roamende Prepaid-Karten zu kaufen gibt für. Und es gab genau gar keinen Hinweis darauf, dass das wirklich geschehen ist, dieses Misskommen. Es war halt eine Behauptung, die dann plötzlich sich weiter propagiert hat in der Presse. Genau. Also es gab da. Ja. Richtig. Ja, aber es gab nicht mal diese Beweise. Ja, was macht es noch schlimmer? Es war halt einfach nur so, naja. Oh ja, sehr schöne Story. So, an der Industriespionage-Front passierte auch was. Es gibt ja seit einigen Jahren ziemlich hochauflösende Satellitenbilder kommerziell zu kaufen. So, und dafür gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, die zu benutzen. Und eine der interessanteren Möglichkeiten war halt, dass die Orangenfarmer in Florida, also beziehungsweise die Behörde, die für die Orangenfarmer in Florida zuständig ist, für, ich glaube, 1 oder 2 Millionen Dollar Satellitenbilder von den Hauptanbaugebieten in Brasilien gekauft hat, die ihre Hauptkonkurrenten sind, um die Orangenbäume zu zählen und daraus deren Ernte abzuschätzen, daraus wiederum zu folgern, wie sich die Preise entwickeln werden. Und es ist insofern schon bemerkenswert, wir haben halt immer lange darüber geredet, irgendwie kommerzielle Satellitenbilder werden möglicherweise diese Wirkung haben und so weiter und so fort. Und das fängt jetzt halt richtig an. Also eine Sache, von der ich aus einer anderen Quelle weiß, ist, auch Rinder lassen sich problemlos auf diesen Satellitenbildern zählen. Das heißt also Freilandhaltung von Herden, da legt man sozusagen offen, wie viel das so sind. Und es gibt halt mittlerweile eine ganze Abteilung der EU-Anti-Betrugsbehörde, die, ich glaube, dieses Jahr war es, irgendwie 50 Satellitenbildauswerter eingestellt haben, um halt irgendwie Felder und Kühe und na was auch immer so irgendwie auf solchen Satellitenbildern zu sehen ist, auszuwerten, um halt irgendwie Landwirtschaftsbetrug einzudämmen. Das heißt, diese kommerzielle Verfügbarkeit hochauflösender Satellitenbilder fängt jetzt langsam an, tatsächlich auch im normalen Alltagsleben richtig Wirkung zu zeigen außerhalb esoterischer Bereiche. Also nur so mal als Update, nächstes Jahr werden die ersten Satelliten mit 25 cm Auflösung nach oben geschossen. Das heißt also 25 cm schwarz-weiß, da kann man dann schon fast anfangen, Autotypen zu unterscheiden. Kommerzielle Satelliten. Wir reden nur von kommerziell. Meteorisch sind wir weit drüber mit den Auflösungen. Und was die amerikanische Regierung gemacht hat, um im Irakkrieg zu verhindern, dass es gute Berichterstattung von unabhängiger Quelle mit diesen Satelliten gibt, ist, dass sie eben da ein Abo gekauft haben für den Irak. Ja. Eine der Nachwirkungen des Golfkriegs war, dass die Israelis gerne noch ein paar mehr U-Boote haben wollten. Als eine der Folgerungen des ersten Golfkriegs hat Deutschland den Israelis 3 muss man schon sagen, sehr moderne U-Boote im Wesentlichen geschenkt, also die haben nur 15% bezahlt. Was in der deutschen Presse halt nur so ein bisschen diskutiert wurde, war, dass diese U-Boote sehr interessante Torpedoröhrendurchmesser aufwiesen, die halt für normal verwendbare Torpedos eigentlich nicht geeignet sind, sondern im Wesentlichen nur zum Abschuss von Marschflugkörpern, die halt im Wesentlichen auch schon getestet wurden. Worum es dabei geht, ist, dass Israel halt natürlich gerne nukleare Zweitschlagskapazität haben möchte, weil das Land so klein ist und sie nicht wissen, wenn halt ein Nachbar sie angreift, dass sie halt genug Platz haben, um dem auszuweichen. Das heißt, sie wollen gerne tatsächlich Nuklearkapazität auf See haben und sie kamen jetzt nochmal an, wollten eigentlich noch gerne noch 2 haben. So. Ich weiß nicht genau, ob es diese Diskussion irgendwie da im Auswärtigen Amt wirklich dann gab. Letzten Endes ist es so, dass Deutschland halt den Israelis halt, muss man schon sagen, Nuklearkapazität direkt zur Verfügung gestellt hat. Also ich hatte gelesen, dass die ersten beiden sowieso geschenkt waren und die anderen beiden, das dritte ist nicht bezahlt worden. Also ja, im Grunde, wir haben es ihnen geschenkt. Ja, dann gab es noch ein sehr schönes Zitat. Also manchmal lohnt es sich ja tatsächlich, Microsoft-Pressemeldungen zu lesen. So, also diese Meldung, ich habe auch die URL extra drunter getan, ist von Steve Ballmer, Microsoft-CEO mittlerweile. Ja. Und der spricht halt über Security Researchers, also Leute, die sich halt darum kümmern, Sicherheitsprobleme zu finden. Und der mag die halt nicht so sehr, so muss man schon sagen.
Und das Zitat ist etwas länglich, deswegen habe ich den unteren Teil. Ja, ist halt viel bla, die letzte Zeile ist halt wichtig. Genau. Man hat dann im Grunde gehen ihm diese Sicherheitsleute alle auf den Sack und die sollen am besten die Klappe halten. Ja. Und ich finde das ein schon durchaus bemerkenswertes Zitat für den CEO einer Firma, der, also die sich eigentlich hinstellt und sagt, also wir machen jetzt mal eine große Sicherheitsoffensive und wir müssen jetzt mal uns um die Sicherheit kümmern und so weiter und so fort. Es gab da noch eine lustige Story in dem Zusammenhang, dass in Südafrika Microsoft verboten worden ist, mit IT-Sicherheit Werbung zu machen, weil es, da gibt es so einen Watchdog, da muss man halt nach, kann man sich beschweren, wenn irgendeine Firma mit Sachen Werbung macht, die nicht stimmen, und das hat halt jemand getan. Ja, dann gab es dieses Jahr den ersten, zumindest mir bekannten, dokumentierten Fall, wo es jemand geschafft hat, sich vom Vorwurf des Besitzes von Kinderpornografie dem sozusagen zu entkommen, indem er halt glaubhaft dargelegt hat, dass er schlicht keine Kontrolle über seinen Homecomputer, also über seinen PC zu Hause mehr hatte, weil es da halt Trojaner drauf gab. Und also so ein paar Juristen, mit denen ich da gesprochen habe, die waren dann alle so ein bisschen so, naja, das wird aber langsam ein bisschen knifflig, weil können wir jetzt irgendwie jemandem zumuten, dass er das technische Verständnis hat, seinen PC sicher zu kriegen? Und B, wenn er es nicht schafft, hat er dann noch die Verantwortung dafür? Und kann man da vielleicht irgendwie Analogien aus dem Straßenverkehr heranziehen oder auch nicht? Und also wir können zumindest davon ausgehen, dass dieses Feld der Juristerei noch irgendwie einigen Spaß für uns bereithalten wird. Also über Rumsfeld sind dann auch ein paar lustige Sachen rausgekommen, noch im Juli. Und zwar hat er dem Irak nicht nur als US-Unterhändler die biologischen und chemischen Waffen gegen den Iran gegeben in den 80er Jahren, sondern er war auch nebenher in Mission als Unterhändler für ABB, ist ein riesiger Industriekonzern da. Und zwar hat er Atomreaktoren verkauft. Also deswegen weiß man also nachträglich jetzt, warum sich die Amis so sicher waren, dass da Atombombenprogramm gibt. Die haben es ihnen selber verkauft. Naja. Nein, Nordkorea hat es von Irak am Ende gekauft. Achso, okay. So, ja, was gab es noch? So ein paar skurrile Sachen am Rande. Die Amerikaner haben also durchaus auch Waffenprogramme, deren praktischer Einsatz nicht wirklich offensichtlich ist. Und da gab es dann einen Bericht, wo es hieß, sie wollten jetzt 3 Dutzend neue U-Boote kaufen, wo sie aber die Torpedoschächte so umbauen, dass in den Torpedos kein Sprengstoff, sondern Marines drin sind, die sie so dann zum Strand befördern wollen. Und es gibt also ähnliche Programme, gibt es natürlich schon. Die Israelis zum Beispiel, die machen das halt mit Kanus. Funktioniert bisher ganz gut. Und ich persönlich frage mich ja bei der Story, wo die Freiwilligen dann herkriegen wollen, weil ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Es gab auch so einen lustigen Friendly-Fire-Inzident, wo die Amerikaner vier Kanadier abgeschossen haben. Und da hat dann die Untersuchung ergeben, dass die voll auf Speed waren, die Piloten. Und dass sie das nicht privat genommen haben, sondern das gibt man einfach Piloten in solchen Kampfjets, weil der Stress eben sehr hoch ist und die müssen schnell reagieren und so. Also so viel zur Drogenpolitik der Amerikaner. Dann gab es noch die Meldung, dass die Bundesregierung hat auf eine Anfrage der FDP hinzugegeben, dass die stille SMS für die Fahndung unverzichtbar sei. Das ist jetzt gegen Jahresende nochmal aufgekommen, aber die erste Meldung dazu war im Juli schon. Und jetzt, wo wir alle über RFID reden, also das erste Land, was wirklich ernst gemacht hat, war Japan. Die haben im Juli angefangen, 10.000 Yen-Scheine, das sind ungefähr 75 Euro, im Moment mit RFID-Chips zu bauen, also die Geldscheine wirklich. Ja, wo wir noch drüber reden, das findet in Japan schon statt. Wir zu den U-Booten. Ja, man kann sich Bankeinbrüche sparen, wenn da nicht viel Geld rumliegt zum Beispiel. Also gibt da viele. Gut, nee. Halliburton bringen mit UK. Der ein oder andere hat vielleicht schon von Halliburton gehört, das ist so ein riesiger Ölkonzern in den USA, der zu den größten Bush-Campaign-Spendern gehört und die dann alle möglichen Aufträge zugeschoben bekommen haben, unter anderem eben den Aufbau vom Irak. Aber die bauen eben nicht nur für die US-Regierung, sondern die haben auch in anderen Ländern lustige Sachen als Auftrag gekriegt. Unter anderem hat die britische Regierung den einzigen Hafen, in dem sie ihre Atom-U-Boot-Flotte warten und wieder auffüllen, an Halliburton übergeben. Und Halliburton hat überhaupt keine Erfahrung mit Nuklearkrams gehabt und hat auch den Auftrag so richtig doll versiebt. Aber sie haben es offenbar geschickt beim Golfen abgeschlossen, sodass da eine Schadensbegrenzung gab, die jetzt weit überschritten ist. Und die Briten sind gerade in einer echt prekären Lage an der Stelle, weil die U-Boote halt auch, wenn die gar nicht gewartet werden, dann müsste man die halt irgendwie mit Schleppern an Land ziehen oder so. Das ist schon eher unangenehm. Denn die Idee bei so einer Nuklear-U-Boot-Flotte ist ja, dass ein Teil davon im Hafen ist und der Rest halt auf der Welt unterwegs ist. Ja, damit man theoretisch immer einen Zweitschlag machen kann. Also Halliburton ist nicht nur unangenehm für die amerikanische Regierung, sondern auch anderswo. Genau, Toll Collect, ja. Okay. Vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang, den haben wir jetzt noch nicht gefunden, aber man weiß es ja nicht. Ja, also Toll Collect haben wir einfach mal rausgelassen, weil wir dachten uns, das ist so dermaßen selbsterklärend und offensichtlich. Ja, vor allem ist es halt in den Massenmedien gewesen. Ja, ich denke.
Genau, dann gab es lustige Storys. Es zeichnete sich langsam ab, dass der US-Wirtschaft nicht so gut ging. Also es gab dann die Story, dass die Europäische Zentralbank Freddie Mac und Fannie Mae Schuldscheine komplett abstößt. Und das klingt jetzt alles so, ja, irgendwie Burgerladen oder so, aber das sind tatsächlich die staatstragenden Unternehmen, die die Hypothekenfinanzierung in den Vereinigten Staaten machen. Das heißt, jeder, der in den USA eine Hypothek hat, hat die entweder direkt oder indirekt über diese beiden Konzerne gemacht. Und Hypotheken, wenn da Banken die Schuldscheine abstoßen, dann kann es im Grunde nur damit erklärt werden, dass sie glauben, dass sie demnächst pleite gehen. Und das wäre ungefähr so, als wenn hier die Europäische Zentralbank sich selbst runterfährt. Sozusagen. Die Asiaten sind gleich nachgezogen, haben das auch abgestoßen. Das ist im Grunde überhaupt nicht in der Presse gelaufen und hat auch keine großen Nachfolgen dann gehabt. Ja, dieser John Poindexter, der General, der diese Total Information Awareness Geschichte betrieben hat, ist dann im Juli auch zurückgetreten, nachdem er noch ein zweites Projekt hat versucht hat anzuschieben, und zwar Idea Futures. Dabei ging es darum, es ist halt eine Geschichte, die halt schon eine Weile unterwegs ist, so auch unter dem Namen Delphi-Börse bekannt ist, dass man Wetten auf bestimmte Ereignisse kauft, so um daraus Möglichkeiten zu finden, die Zukunft vorherzusagen. Wenn man sagt, okay, wenn viele Leute ihre Meinung dadurch äußern, dass sie halt Geld da rein investieren in ihre Meinung, dann hat die eine höhere Wahrscheinlichkeit des Eintritts. Das wird auch verwendet für Wahlvorhersagen. Nun ja, der hat es halt versucht zu machen für, wo sind denn die Terroristen und wann wird es denn die nächsten Anschläge geben und ähnliche Dinge, was ja eigentlich eine gute Idee ist, aber das war dann doch in der Presse nicht so richtig vermittelbar, dass jetzt Leute damit Geld verdienen sollten, dass sie korrekt vorhersagen, wann jetzt der nächste Anschlag stattfindet. Und daraufhin hat vor allem das Beispiel war ein Anschlag auf Arafat, mit dem die halt in der Pressemeldung Werbe gemacht haben, und das war nicht so angesagt zu der Zeit. Ja. Okay. Ja, wir haben ja ein paar Sachen. Also es ging dann los mit Hintertürgesetzen, die dann teilweise gescheitert sind. Es gab mehrere Versuche in diesem Jahr in den USA, ein Wehrdienstgesetz zu erlassen. Ja, das ist hier so gut wie überhaupt nicht in der Presse gewesen. Die sind bisher alle gescheitert. Lustigerweise geht es dann auch mit Frauen für den Wehrdienst. Also das ist auch so, dass mit zunehmenden Medienberichten über den Irakkrieg den Amerikanern die Reservisten eng wurden und es gab auch keinen Nachwuchs mehr. Und da gab es eine sehr skurrile Story, wo sie einem 50-Jährigen eine Einberufung geschickt haben. Also es ist da wohl offenbar wirklich sehr eng. Bei dem Patriot Act ist dann noch rausgekommen, dass vor der Abstimmung kein einziger Abgeordneter überhaupt dieses Gesetz gelesen hat, was ja so das Demokratieverständnis nicht unbedingt deckt. Naja, ja, sowas liest man nicht, sowas glaubt man. Ja, okay. Ja gut, was kommt noch raus? Was die Obdachlose? Der Student, ach ja genau, es gab dann einen Studenten, der hat eine Doktorarbeit über die verwundbaren Stellen des Internets geschrieben in den USA. Der hat sich also mal angeguckt, wie die Knotenpunkte funktionieren und hat halt rausgefunden, dass das alles im Grunde abschießbar mit 3-4 Angriffen. Und die Studie ist dann als Schatzkarte des Terrorismus bezeichnet worden und durfte nicht veröffentlicht werden. Also ist dann auch dumm gelaufen. Ja, dann kam halt raus mit dem Napalm, habe ich vorhin schon erwähnt. Die Schuldenlast der USA ist seit Ende 2000 größer, als sie in den 30er Jahren bei der großen Depression war. Also die Zeichen werden zunehmen, dass es da irgendwie gerade nicht so toll läuft. Geht auch los mit dem Outsourcing. Die schönste Outsourcing-Story fand ich, dass Reuters nach Indien outsourced. Also selbst die Berichterstattung über das Outsourcing wird jetzt aus Indien gemacht. Ach ja, und es gab noch eine Smart-Bombe. Es gab eine Smart-Bomben-Firma, von der dann bekannt wurde, dass sie ihre Produktion nach China ausgesourced hat. Okay. Ja, also, naja, die Sache mit dem Wirtschaftswachstum in den USA ist... Achso, der ist auf Pump, der ist komplett auf Pump, ja, der also Wirtschaftswachstum. Es gibt da, also, was dieses Wirtschaftswachstum betrifft, dazu muss man wissen, wie da Wirtschaftswachstum berechnet wird. Und es gibt da, also das Wirtschaftswachstum wird da nicht so berechnet wie bei uns, nämlich halt so Bruttosozialprodukt statistisch ermittelt, sondern da gibt es noch einen Faktor, der ist der sogenannte Produktivitätszuwachs, der wird da halt mit reinkalkuliert. Und Produktivitätszuwachs ist halt eine sehr gummiartige Klausel, wo sich mittlerweile sogar irgendwie so die seriösen Ökonomen so ein bisschen fragen, so geht das noch mit rechten Dingen zu? Und der macht wohl weit mehr als die Hälfte von diesen 8% aus. Das heißt also, wir sehen da gerade wieder so die nächste Bubble, die sich da so langsam aufbläht. Also man muss auch sagen,
die Indikatoren sind relativ klar und man muss halt verstehen, wie das Accounting von diesen US-Behörden funktioniert. Wenn die halt merken, dass sie ihr Budget nicht kriegen, dann machen sie da halt noch einen Punkt rein unter Einnahmen, so ja, Kompensation für ungeplante Ausgaben. Und da gab es einen sehr lustigen Audit, also es gibt auch sowas wie den Rechnungshof in den USA, der hat sich eben mal das Department of Defense Budget angesehen, hat festgestellt, dass sie da unglaublich viel, also Billionen Dollar einfach mal ausgegeben haben für irgendwelche unaccounted Sachen. Und während sie den Audit gelaufen haben, sind nochmal 242 weitere von diesen Adjustments eingefügt worden, über 59 Milliarden Dollar. Also da geht es durchaus auch um größere Summen. Dann ging es auch los mit Dr. Kelly. Ja, Dr. Kelly war dieser britische Biowaffenexperte, der tot aufgefunden wurde. Da gab es dann einige sehr interessante Sachen später. Unter anderem soll er kurz vor seinem Tod gesagt haben, man würde ihn dann wohl tot im Wald auffinden. Und es ist später rausgekommen worden, dass er halt mit ein paar anderen Biowaffenleuten zusammengearbeitet hat an einem Projekt, wo es um ethnische Biowaffen geht. Das heißt, eine Biowaffe, die man ins Grundwasser tun kann und die dann halt nur manche Leute tötet. Und da sind noch drei andere Leute mysteriös verselbstmordet irgendwo im Wald vor ihm aus diesem Forscherkolloquium. Also das sind einige sehr merkwürdige Sachen, die da passieren. Dann zu dem Umgang der Amerikaner mit Terroristen gab es einen lustigen Fall, weil es nämlich einen amerikanischen Terroristen gab, der in Manila einen Hotelraum in die Luft gejagt hat, wo er an seiner Bombe gebaut hat. Das ist wohl nach hinten losgegangen und das FBI hat den dann halt rausgeholt, damit er dann nicht der lokalen Strafverfolgung anheimfällt. Also Terroristen behandelt man dann durchaus landspezifisch. Der allseits beliebte und bekannte Justizminister Ashcroft in den USA hat dann halt noch ein neues Schlagwort kreiert, nämlich den Narkoterrorismus. Da gab es gerade wieder so einen schönen Fall, wo sie irgendwie so eine Dschunke voller Haschisch irgendwo im Golf hochgezogen haben und dann die natürlich erstmal zum Erfolg im Kampf gegen den Terrorismus umdeklarieren mussten, weil sonst gerade nichts passiert ist. Also es gab da zwischendurch auch noch diese File Trading Supports Terrorism und Wares Trading Supports Terrorism und ähnliche Dinge. Und also die haben halt wirklich versucht, so wirklich alles, was irgendwie ihnen nicht in den Kram passt, irgendwie erstmal als terroristisch zu deklarieren, um dann halt irgendwie mit den entsprechenden Mitteln dagegen vorgehen zu können. Naja, und zentraler Punkt von diesem Terrorismuskram ist eben ein Gesetz, was relativ früh im Jahr erlassen wurde, wo es darum ging, auch US-Bürger als Enemy Combatants bezeichnen zu können, also das heißt als gegnerische Kämpfer und ihnen dann ihre Rechte wegnehmen kann. Also das ist natürlich der zentrale Punkt dabei. Es gab dann noch eine lustige Story, die ich immer so der Vollständigkeit halber bringe. Die Daily Times aus Pakistan hat teilweise sehr humoristische Beiträge. Und einmal haben die halt berichtet, dass die Amerikaner versucht hätten, im Irak Massenvernichtungswaffen zu platzieren, damit sie die finden könnten. Und der Versuch sei daran gescheitert, also sie berufen sich auf einen Lieutenant Commander der Navy im Ruhestand, dass er daran gescheitert, dass der Helikopter mit den Leuten versehentlich Friendly Fire Opfer wurde. Ja, die Spam-Kommando, ne? Na gut. Achso, ja genau. Also eine andere lustige Sache war der Columbia-Absturz. Da gab es eine Untersuchung danach. Die haben ein Paper produziert, irgendwie 150 Seiten. Und auf Seite 120 stand dann drauf, dass eigentlich PowerPoint an dem Absturz schuld sei. Und es gab also eine längere Untersuchung dazu. Und die Argumentation war die, dass die ganzen kritischen Probleme schon angesprochen waren. Aber das PowerPoint-Folienformat lässt irgendwie nur 7 Punkte pro Seite zu. Und da hätten die dann eben so viel rausgekürzt, dass es für die Vorgesetzten nicht kritisch ausgesehen habe. Also es gab dann auch teilweise sehr witzige Meldungen aus dem Irak. Wir wissen ja, wer noch alles Teil der Axis of Evil ist. Und die Übergangsregierung im Irak hat dann angefangen, Strom wegen Knappheit in Iran und Syrien einzukaufen. Und im Iran haben sie natürlich gleichzeitig vorgeworfen, dass sie halt da Atomstrom produzieren wollen. Also hat schon alles sehr ironische Züge. Was haben wir noch für schöne Sachen? Ja, es gab dann noch ein paar Journalisten in Amerika, die haben halt einen Behälter mit Uran in die USA geschmuggelt, um mal zu sehen, wie schwierig das ist, weil alle gesagt haben, ja, also am Flughafen, das ist jetzt alles hochgeschraubt, die Sicherheit, und das war also gar kein Problem. Die haben dann halt Ärger gekriegt, als sie das publiziert haben, weil das ist ja viel problematischer, als das Uran tatsächlich reinzuschmuggeln. Also es gab dann auch immer wieder lustige Selbstmordfälle, die so ähnlich wie der Kelly-Selbstmord bei näherer Betrachtung nicht wirklich wie Selbstmord aussehen. Da gab es dann zum Beispiel einen Air Force General, der bei einem Autounfall gestorben ist und die Beine von dem Mann waren mit Gaffertape zusammengeklebt. Ja. Es gab dann genau gar keine Untersuchung. Der Sheriff hat vor Ort festgestellt, ganz klar Selbstmord, Verfahren eingestellt. Ja, im vierten Quartal wurde dann die
die Situation im Irak langsam offensichtlich. Das heißt also, es wurde auch wirklich nach dem letzten Mainstream-Medienkonsumenten klar, wohin die Reise da geht, also dass die Amerikaner die Situation zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht im Griff hatten. Erste Zeichen von Nervosität waren sichtbar. Diese Meldungen über Vetternwirtschaft und Accounting-Skandale bei irgendwie diesen ganzen Öl- und sonstigen Unternehmen füllten halt eigentlich nur noch die Wirtschaftsspalten hinten ran. Ach, mal wieder noch ein Wirtschaftsskandal bei Halliburton und nochmal ein Bestechungsskandal und hier und da. Der US-Dollar stürzte immer weiter ab und es gab halt massive Stromausfälle in den zivilisierten Ländern. Zivilisiert. Die Strominfrastruktur in den Vereinigten Staaten ist ja wohl bekannt dafür, dass sie eigentlich schon bei irgendwie geringfügigem Schneesturm irgendwie die Füße hochnimmt. Aber das, was sie sich da geleistet haben mit ihren kaskadierenden Stromausfällen, war schon wirklich brillant. Da gab es natürlich jede Menge Berichte darüber, was nun wirklich die Ursache von diesem Stromausfall war. Das war auch wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass man dann halt irgendwann an die Glaubwürdigkeitsgrenzen stößt. Also die erste Korrelation war natürlich, es handelte sich um diesen Windows-Wurm, der da gerade zu der Zeit unterwegs war. Dafür gibt es auch relativ gute Indizien, dass das passiert sein kann. Da haben sich Leute hingesetzt und gesagt, okay, es gibt da die Kontrollrechner, die sind halt zwar isoliert, die dieses Power-Grid steuern, aber an diesen Kontrollrechnern gibt es Ports, über die statistischen Daten für die Buchhaltungssoftware exportiert werden. Und der Export dieser statistischen Daten findet halt genau über dieses Protokoll statt, was halt dieser Windows-Wurm benutzt hat, um halt irgendwie das weltweite Netzwerk zu infizieren. Gut, eine Möglichkeit, eine andere Theorie war, dass es sich irgendwie um einen Test irgendwie von, was war da die Theorie? Also das ist eine, genau. Es gibt teilweise wirklich lustige Verschwörungstheorien. Es gibt also eine Installation in Alaska, das sieht aus wie eine riesige Antenne, aber ist es nicht wirklich irgendwelche Hochfrequenzinstallationen. Es gibt die wildesten Theorien, was das tut, also bis zu, das sei ein Wetterkontrollgerät und die Stromausfälle kamen halt gerade, als irgendjemand detected hat, dass sie das Ding angeschaltet haben und das ist natürlich wunderbar, ja, für Webforen von Verschwörungstheoretikern geeignet, sowas. Ja, also hier so eine Statistik. Dieses Foto hat AP, nachdem es publiziert wurde, zurückgezogen. So, also direkt am selben Tag noch. Es ist halt, also wenn man so den AP-Feed sich anguckt, so, dann gibt es halt relativ viele Meldungen pro Tag und wirklich so eine Zurückziehung eines Bildes ist wirklich extrem selten. Es kommt ungefähr einmal pro Jahr vor. Deswegen haben alle Reporter dieser Welt, die auf dem AP-Feed sitzen, irgendwie erstmal, was ist denn das, erstmal wegpacken. Und dadurch dieses Bild dann halt auch irgendwie einigermaßen um die Welt gegangen. Also es gab zu der Zeit auch eine nette Umfrage unter den GIs im Irak und da haben dann ein Drittel angegeben, sie hätten eine schlechte Moral und die Hälfte hat gesagt, also wenn ich hier fertig bin, verlasse ich die Army. Ja, die Amerikaner nehmen es natürlich mit der Sicherheit wieder sehr genau. Was wir hier sehen ist, sie haben halt angefangen, Bilder, die von kommerziellen Satellitenprovidern verbreitet werden, zu zensieren. So, was wir sehen, ist halt einmal das Weiße Haus. So, und damit man da keine Details sehen kann, ist dann so in bräunlich dargestellt. Und nee, ich habe keine Maus hier. Mhm. Und zum anderen sieht man halt auch eine andere Installation in Washington, im Raum Washington, die dann halt ausgepixelt wird. Das heißt also, sich darauf zu verlassen, dass man im Zweifelsfall interessante Dinge über die zivilen Satelliten erfahren kann, ist zumindest, wenn sie in den Händen von amerikanischen und israelischen Firmen sind, eher, naja, eine vage Vermutung. Es gibt da halt irgendwie die unterschiedlichsten Spiele, die da gespielt werden, von angefangen von Lieferzeiten. Das heißt also, wenn man ein Foto von einer halbwegs kritischen Installation haben möchte, kann es halt mal sein, dass die Lieferzeit halt spontan halt irgendwie von 30 auf 60 Tage steigt. Es kann halt auch sein, dass irgendwie es behauptet wurde, konnten wir leider kein Bild machen, weil da waren dauernd Wolken drüber und so weiter und so fort. Also da gibt es halt diese Möglichkeit der autonomen Information wird halt zunehmend eingeschränkt. China hat dieses Jahr angefangen, so ein bisschen so den Schleier runterzulassen, was halt irgendwie sein Weltraumprogramm betrifft. Wir haben alle den chinesischen Taikonauten in den Medien verfolgt, was halt nebenbei noch passiert ist, wie halt auch bei den Russen und bei allen anderen Weltraumnationen. Der größte Teil des Weltraumprogramms ist natürlich militärischer Natur und nicht ziviler Natur. Bei den Chinesen gab es halt ein paar interessante Innovationen. So eine der Geschichten, die halt kurz auftauchte in einer Story, sind halt parasitäre Antisatelliten, das heißt also sehr kleine Satelliten, die halt sich aber trotzdem genau steuern lassen. Und die sich im Bedarfsfall halt an einen feindlichen Satelliten andocken und da bleiben. Und dann halt gezündet werden, wenn halt der feindliche Satellit weg soll, was halt schon ein interessantes Erpressungspotenzial darstellt.
Das heißt also, wir können davon ausgehen, wenn die sich nicht bald mal einigen, dass wir in den nächsten 10 Jahren da tatsächlich militärische Auseinandersetzungen im Weltraum sehen werden. Das heißt, vermutlich werden sie nicht zugeben, dass es sowas ist, aber so plötzliche Ausfälle von wichtigeren Satelliten könnten dann ein erstes Indiz dafür sein. Es gibt auch Berichte über bodengestützte Antisatellitenlaser, die die Chinesen bauen. Ist halt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die Amerikaner haben sowas immer viel über die Russen behauptet. Schwer zu sagen. Die Chinesen haben zwar ein eigenes Satellitennavigationssystem, was aber auf China beschränkt ist, beziehungsweise natürlich China und angrenzende Gebiete, inklusive Taiwan. Trotzdem beteiligen sie sich jetzt am europäischen Galileo-System, halt mit der Hoffnung, tatsächlich ein von den Amerikanern halbwegs unabhängiges System zu bekommen. Leider habe ich keinen Referenten von Galileo bekommen für den Kongress. Ich wollte eigentlich gerne einen haben, aber nach den letzten Verhandlungsergebnissen in Verhandlungen mit den Amerikanern über die Frequenzzuteilung waren die plötzlich nicht mehr so richtig willens, irgendwie kritische Fragen zu beantworten. Also da muss man mal ein bisschen abwarten, was jetzt daraus geworden ist. Nun ja, diese amerikanische Space Domination, die sich halt auch in den Verhandlungen mit Galileo, also Galileo ist dieses europäische GPS, und wo die Amerikaner gerne die Möglichkeit haben wollen, Galileo zu jammen lokal, ohne dass ihre eigenen GPS-Kapazitäten beeinträchtigt werden. Das zeigt jetzt langsam so, dass sie versuchen, ernst zu machen mit Space Domination, das heißt also der wirklichen Dominierung des Weltraums, weil sie gesehen haben im Irakkrieg, dass sie, wenn sie keine Satelliten haben, dann sind sie halt einfach blind und taub, dann kriegen sie da gar nichts auf die Reihe. Ja, noch ein paar schöne Storys dazu. Eine interessante Geschichte noch, das war auch nur eine sehr kleine Meldung, dass die Amerikaner sich gerade die weltgrößte Botschaft überhaupt in Armenien bauen. Denken sie sich, Armenien, Herrgott, was wollen sie denn da? Und 9 Hektar und irgendwie eigene Wasser- und Stromversorgung und irgendwie großer Antennenpark. Und dann guckt man sich mal so auf der Karte an, wo Armenien so liegt, also insbesondere Jerewan, die Hauptstadt. Und dann sieht man, naja, das ist halt genau da, wo man halt irgendwie gerne seine Antennen haben möchte. So irgendwie zwischen Türkei, Iran, Aserbaidschan und Georgien. Ist halt schon durchaus ein interessanter Punkt. Also wir können daraus schon mal so uns die Folgerung schließen, so Georgien ist gerade passiert, Türkei, Aserbaidschan, Iran sind dann wohl die nächsten Länder, wo halt es interessant werden wird. Ja, noch ein paar andere Meldungen. Also es kam dann zum Beispiel raus, dass der Security-Chef von der IRA, also Irland, ein MI5-Angestellter war, muss man sagen, gute Operation. Ja. Also ab und zu klingt sowas. Dann gibt es ab und zu so ganz lustige Angebote, die eigentlich klingen wie, ja, machen wir. Also zum Beispiel hat Nordkorea angeboten, auf das Atomprogramm zu verzichten, wenn die Amerikaner einen Nicht-Angriffspakt unterzeichnen. Haben die Amis sich natürlich geweigert. Iran hat dann sowas angeboten, wie beim Aufbau vom Irak zu helfen, wollten die Amerikaner auch nicht. Es gab dann die Meldung, dass die Amerikaner Hubschrauber Scharfschützen im Irak verteilen, um die Pipelines im Nordirak zu beschützen. Und wenn man sieht, was sie so für Aufwand treiben, um die normale Bevölkerung zu beschützen, dann sieht man, wo da die Prioritäten sitzen. Es gab dann noch einen netten Skandal im Pentagon, nämlich hat der Rechnungshof der USA, hat, also es war nicht eBay, aber so ähnlich, auf einer Auktion vom Pentagon Biowaffen-Laborequipment gekauft, was sie halt rausgeschmissen haben, weil sie es nicht mehr gebraucht haben. Und das ist ja vielleicht auch in Zeiten des internationalen Biowaffenterrorismus nicht so toll. Dann gab es die lustige Nachricht, dass die Amerikaner ein Waffenembargo gegen Syrien verhängen, wo man sich fragt, wie jetzt erst? Ja. Dann von Rumsfeld ein Slush Fund gefunden worden. Das ist so ein Fonds, wo halt Kohle drin liegt, den man halt benutzen kann, wenn man mal Kohle braucht. Und in diesem Fall waren es 9 Milliarden. Gab genau überhaupt kein Presseecho, aber es reicht so als Taschengeld, sollte man denken. Israel fängt lustig an, auf seine Nachbarn zu zeigen und zu sagen, die bauen auch Atomwaffen. Ja, also Iran, okay, die haben es ja zugegeben, aber auch Libyen und Syrien waren dieses Jahr dran aus Israel. Ja, man weiß es nicht. Dann ging es los mit abgestürzten Spionageflugzeugen. Eins war ganz lustig, weil die Besatzung dabei hatten, das war nicht nur so eine Drohne, die sind in Korea abgestürzt und haben darauf bestanden, dass sie die erst rausrücken, wenn die Amerikaner sich entschuldigen. Und da haben die dann eine Woche für gebraucht. China. Oh, das war China? China, genau. Ja, es war so ein richtig dickes Ding, also eine EC-135. Es ging ja auch einigermaßen groß durch die Presse. Das interessante Detail war, wie sie dieses Flugzeug zurückbekommen haben. Also die Chinesen haben halt darauf bestanden, dass sie halt nicht wieder starten von da, aus China, nachdem sie repariert ist, sondern dass sie die in Stücken abholen. So, das heißt, was dann halt, also die Chinesen haben die im Wesentlichen ausgeweitet, so, was man halt so tut, wenn man halt so ein Stück irgendwie Hightech aus dem 21. Jahrhundert auf Präsentierteller bekommt. Und haben denen halt so ein paar Tüten gegeben. Und haben sie dann halt in Stücken ihnen wieder zurückgegeben. Also es gab noch ein paar andere humoristische Anekdoten dieses Jahr, zum Beispiel Lehman Brothers, das ist so eine Firma, die eigentlich an der Börse Analysen macht, welche Aktien jetzt im Kommen sind und welche nicht. Die haben ein Dritte Welt Crisis Detection System gefunden. Ja, die wollten also vorhersagen, welche Dritte Welt Staaten demnächst zusammenbrechen an ihren Schulden und ihren Finanz...
Dings und das Detection-System hat als ersten Staat die USA detected. ja, wo wir gerade bei den Angeboten waren, die die verschiedenen Länder in den USA machen, also der Iran hat den USA dann auch angeboten, sie sprachen von einem Dutzend Bin Laden-Vertrauten, die sie gefangen hätten, den USA zu übergeben, wenn sie dafür von der Axis of Evil runterkommen, was ja nun eigentlich kein großer Akt ist für die Amerikaner. Amerikaner haben abgelehnt, also da gab es so mehrere Sachen. Dann Jessica Lynch ging hier durch die Presse, was nicht durch die Presse ging, dass 4 von den 5 Rettern, die sie da rausgetragen haben sollen, sind mysteriös ums Leben gekommen. Seitdem, es gab da einen Autounfall, ein Drive-by-Shooting, einer starb an Wunden im Krieg in Afghanistan und der 4. ist bei einem Selbstmord gefunden worden. Also, ja. Ja. Dann gab es noch diese interessante EU-Umfrage, die halt auch kurz durch die Mainstream-Presse ging, wo die per Telefonumfrage eigentlich in statistisch korrekter Manier die EU-Bürger befragt wurden, wen sie denn so für bedrohlich für den Weltfrieden halten und wen sie denn, also was sie so denken, wie bedroht sie von Terrorismus sind und so weiter und so fort. Und diese EU-Umfrage wurde dann halt irgendwie schnellstmöglich zurückgezogen und für irgendwie wissenschaftlich unkorrekt erklärt und so weiter und so fort, weil die Mehrheit der EU-Bürger halt der Meinung war, naja, also die USA und Israel seien wohl die größte Bedrohung für den Weltfrieden, was halt natürlich politisch nicht besonders korrekt war und alle sich darüber aufgeregt haben und dann wurde diese EU-Umfrage halt nun ja zurückgezogen und es gab sogar irgendwie die Drohung, dass diese Behörde aufgelöst werden sollte, Eurostat, die halt diese Umfragen gemacht hat und so weiter und so fort. Also die Ignoranz der Politik gegenüber der tatsächlichen Meinungslage in der Bevölkerung ist mittlerweile doch schon einigermaßen weit gediehen. Ja, es gibt ganz fürchterliche Antisemitenmeldungen. Ich habe hier noch ein paar. Zum Beispiel gab es da Verspannungen zwischen Israel und den Amerikanern, weil USAID, das ist das Entwicklungshilfeprogramm der Amerikaner, die sind in Gazastreifen geschickt worden und die Westbank, um da Brunnen zu buddeln. Ja, und dann haben die also festgestellt, dass am nächsten Tag die Brunnen immer wieder zu betoniert worden waren von den Israelis, die gesagt haben, da sind die Terroristen und verstecken sich da drin. Und da gab es dann so gewisse Verspannungen, weil das ja schon auch Steuergelder sind. Außerdem gab es die Meldung, dass die Israelis ihre Bulldozer jetzt mit Fernbedienung ausstatten. Ja, also es war offenbar aus Sicherheitsgründen zu gefährlich, da einen Bulldozerfahrer drin zu haben, der dann da die Leute plattgewalzt hat. Und es gab sogar einen Fall, wo eine amerikanische Protestdemonstrantin eben dahin gefahren ist und die hat sich dann vor so einen Bulldozer gestellt und ist halt übergebulldozt worden. Wo man auch denkt, okay. Ja. Dann gab es einen lustigen... Ja, es gibt dazu Bilder, musst du selber finden. Es gab noch eine lustige MI5-Story, die haben also versucht, die pakistanische Botschaft zu infiltrieren und haben es auch geschafft. Und dann gibt es halt da immer Meetings, wo die halt mit ihren rausgelaufenen Informationen eben zum MI5 zurücklaufen. Und das halt aus Zeitgründen haben die das dann halt auf der Straße gemacht, so einen Block weiter. Aber leider hat die Kontaktperson vergessen, ihre MI5-Badge abzunehmen. Ja? Naja, also es gab noch so ein paar andere Meldungen, wo man erst denkt, das sind Druckfehler, die dann aber doch richtig sind. Zum Beispiel hat Saudi-Arabien dann strikte Exportkontrollen für Sand eingeführt. Man denkt ja immer so, naja, Herrgott, also die, wenn eBay da die Daten weitergibt und so ein Amazon die Daten weitergibt, das ist ja nicht so schlimm. Dann gab es halt die erste Meldung, dass einer Frau die Einreise in die USA verweigert wurde mit Hinweis auf ihre Amazon-Wunschliste, weil da halt verdächtige Bücher drauf sind. So, also ich habe nach dieser Meldung mir dann mal die Amazon-Datenschutzbestimmungen durchgelesen und meinen Account dort gelöscht, weil es gibt ja diese schönen, das heißt Safe Harbor Agreement, das heißt für amerikanische Firmen, die halt europäische Daten in den USA verarbeiten wollen, müssen sie halt sagen, naja, Herrgott, also wir erkennen halt die europäischen Datenschutzbedingungen an und machen halt sowas Ähnliches hier. Das heißt dann halt Safe Harbor Agreement. Das heißt also, man sollte mal durchaus so bei allen Firmen, wo man so Accounts hat, mal durchgucken, wo da überall Safe Harbor Agreement steht, weil es bedeutet nichts weiter als, die Daten werden in den USA verarbeitet und ohne weitere Umstände halt den amerikanischen Behörden zur Verfügung gestellt. Nun ja. Ja. Ja, also es gibt dann auch Fortschritt in dem Jahr, ist ja selten, aber in Texas ist ein Schulbuch eingeführt worden, wo neben der Evolution nicht auf die Bibel als Alternative verwiesen wurde, muss man ja sagen, es geht auch in Texas voran. Dann gab es ein... Also related, der US Park Service hat gerade auf Anordnung von irgendwelchen Bibelfetischisten im Bushcamp Bibelzitate am Grand Canyon anbringen lassen.
so damit die Touristen sehen, das ist Werk Gottes, ja, und dann sind da auch ein, da stehen also, es gibt da auch eine Buchhandlung für Touristen, wo dann so auch Bücher drinstehen, unter anderem von einem Typ, der behauptet, der kann also nicht älter als 2000 Jahre sein, ja, also sehr lustig. Wer es noch nicht gesehen hat, jetzt ist vielleicht eine lustige Zeit, um da mal ein bisschen Humor zu haben, wenn man noch einreisen will in die USA. Ja. Dann gab es mal wieder ein paar Schlüsselverluste bei irgendwelchen Nuklearlabors in den USA, das kommt ja auch öfter. Hm? Ja, wenn sie dich reinlassen, wenn du keine Amazon-Wunschliste hast. Ja gut, es gab da noch ein paar mysteriöse Selbstmorde und eine lustige Statistik zur Bush-Regierung. Also die Republikaner werben ja immer damit, dass die Regierung verschlankt werden müsse. Und Bush hat also in seiner ersten Wahlzeit über 12,5% vergrößert, die Regierung. Ja, das heißt, sie machen also exakt das Gegenteil davon. Es gab dann noch irgendwie eine lustige Meldung, dass alle möglichen Hilfsorganisationen der Reihe nach ihre Hilfslieferungen in den Irak und in Israel wegen zu gefährlich eingestellt haben. Ja, ja gut, dann gab es halt noch ein bisschen Humor mit Arnold. Ich glaube, das können wir skippen. Ach ja, es gab noch eine lustige Meldung, der israelische Zoll, der hat eine Kiste mit Bin Laden und Saddam-Actionfiguren in Haifa beschlagnahmt. Und bei Homeland Security, genau, das ist auch noch ganz lustig. Homeland Security, das ist auch so ein Fonds, wo man sich dann halt bedient hat. Und da gab es dann auch einen Audit von dem Accounting Office und die haben festgestellt, dass unter anderem ein Senator das Geld benutzt hat daraus, um einen Privatpool zu sanieren, wo er als Kind offenbar irgendwas reingeworfen hat und das hat ihn sein Leben lang geplagt. Und der Homeland Security Budget war also genau richtig dafür. Das heißt, es ist für alles benutzt worden, außer für Homeland Security. Ich habe nie irgendwie einen Pool verwüstet. Gut, dann gab es gerade noch ein paar Attentate auf verschiedene Staatschefs, also eins auf Putin ist relativ kurz angebunden in der Presse, ist vereitelt worden. Dann gab es eine Vergiftung vom tschetschenischen Premier. Es gab eine lustige Story aus Oslo, da haben die nämlich einen bombensicheren BMW bestellt und dann bei der Lieferung festgestellt, dass der zu schwer für die Straßenzulassung ist. Das US Patent Office hat bekannt gegeben, dass sie jetzt auch Zahlen patentierbar machen wollen. Wieder nochmal zum Fortschritt. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Ach so, es gab noch eine nette Story zu Saddam. Also es gab dann die Story zu Saddam, dass er schon versucht hätte, Massenvernichtungswaffen zu kaufen, und zwar von Kim Jong-il, dem Präsidenten von Nordkorea. Da hat er also offenbar unglaubliche Beträge hinüberwiesen, um dafür Atomwaffen geliefert zu bekommen. Und Kim Jong-il hat halt die Kohle eingesteckt und nichts geliefert. Ja, gut. Ich glaube, der Rest ist nicht so wichtig, oder? Hat man noch was? Na gut, also relativ kurzfristige News sind auch alle noch in der Presse, da könnt ihr selber noch mal ein bisschen gucken. Also was ich noch ganz interessant fand, ist, dass die Russen angekündigt haben, dass sie wieder Atomraketen bauen und deployen wollen. Und zwar als Reaktion auf die Mini-Nukes, die Bush jetzt baut. Pünktlich dazu, dass sie Libyen überredet haben, keine Nuklearwaffen mehr zu bauen, hat Bush also ein neues Nuklearprogramm losgetreten, die Bunkerbuster, das war ja auch so ein bisschen in den News. Und die Russen haben sich dann halt genötigt gesehen, auch wieder Waffen zu bauen. Es gab dann noch ein nettes Rumsfeld-Zitat aus der Zeit, wo Saddam mit Giftgas gegen die Kurden vorgegangen ist. Da hat also Rumsfeld ihn danach angerufen und gesagt, ja, also die schockierte Reaktion von uns, das hat uns unser PR-Management so empfohlen, das musst du nicht ernst nehmen. Gut, ich glaube, damit sind wir auch so halbwegs am Ende. Achso, die Pressefotos von Saddam noch, ne? Also die Saddam-Verhaftung, das war auf Telepolis, ich weiß nicht, wer es nicht gesehen hat, die Story ist sehr lustig. Da gab es also ein Bild, wie sie Saddam da aus dem Loch geholt haben wollen. Und im Hintergrund sah man A, eine Wäscheleine, an der Fleisch hing, und B, eine Palme, an der Datteln hingen. Und zwar so reif, dass sie gerade gepflückt werden, so die Jahreszeit. Und das ist halt nicht Dezember, sondern das ist eher so Sommer. Ja, und passend dazu, am 2. Dezember gab es ein Interview von einem US-Abgeordneten, der hat halt gesagt, ja, also demnächst werden wir ja Saddam verhaften. Und dann meinte dann der Reporter, wie, wissen Sie da was, was wir nicht wissen? Dann meinte er, ja. Gut, ja, vielen Dank soweit. Wir sind damit fertig. Ich glaube, jetzt gibt es den Chaos-Rückblick. Ist richtig? Okay. Nee, seid nachheim. Wir haben kontrolliert überzogen. Vielen Dank.